Meine Laune kann nur schlechter werden, wenn ich dieses Video jetzt sehe. Ganz ehrlich. Das ist wirklich die einzige Möglichkeit, wie mein Video noch schlechter werden kann. Ich habe wirklich tatsächlich nur zwei Sachen, die ich weiß. Ich weiß von diesem Video noch nicht allzu viel. Ich weiß nur, dass Rito dabei sein wird. Ich habe mir gewünscht, dass Rito mit der Mao-Bibel in der Hand mir aus dem kommunistischen Manifest vorliest. Am Ende des Jahres. Das war mein Wunsch. Ich hoffe, dass dieser Wunsch erfüllt worden ist. Wenn der Wunsch nicht erfüllt worden ist, ist die rote Sonne sehr enttäuscht und dann werden auch ein paar Köpfe rollen. Ne? Ist ja vollkommen klar. Das ist ja vollkommen klar. Das ist natürlich vollkommen klar. Das haben wir vorgestern gefilmt. Ja, siehst du, damit weiß ich, dass es drin ist. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Es ist auf HD gestellt, wir können anfangen. Ich freue mich sehr darauf. Der Jahreskahlblick mit dem einzigen Wortwitz, der noch schlechter ist als Dekadent, und zwar Jahreskahlblick. Das ist wirklich auch der einzige Wortwitz, der noch schlechter ist als der Name Dekadent selbst. Aber da machen wir nichts dran. Am Ende des Tages. Let's go. Achso, ich bin weg. Like it. Ich bin reich und ich scheiß auf alles. Wenn Herr Sinens Woche sagt, du bist linksidentitär, dann bist du es auch. Er ist diplomierter Elektrotechniker und kennt sich mit Strom aus. Meinst du, achso, Sinans Woche hat mich linksidentitär genannt, oder was? Ist das überhaupt ein Wort, linksidentitär? Die Identitären sind doch Neurechte. Also Identitäre nennen sich doch nur Idioten, die sich nicht mehr Neonazis nennen möchten, oder? Ich hab das noch nie gehört. Linksidentitäre. Linke Identitätspolitik und Meinungsfreiheit. Auf kriminalpolizei.de. Ja, da weißt du schon mal genau. 3000 Ergebnisse. Das erste von kriminalpolizei.de. Das zweite von Deutschlandfunk. Dann nochmal kriminalpolizei.de. Und dann Sinans Woche. Na, klasse. Ach, weißt du was? Ich bin mal so frei. Sinan darf mich linksidentitär nennen, wenn ich ihn weiterhin einfach Hurensohn nennen darf. Ja? Und dann reißen wir uns da auch nicht ein. Na, ist ja auch klar. Are you certain? It will be untamed, vigorous and well. Glaube den Witz. Den Witz verstehen nicht so viele, aber das Problem ist wirklich, dass Leftet sehr viel Baldur's Gate spielt. Also der spielt wirklich sehr viel Baldur's Gate und der macht auch und der bumst auch Leute als Bär. Und ich glaube, das macht er auch in der Realität. Also ich glaube, der ist auch in der Realität, da denkt er auch manchmal, dass er ein Bär ist, wenn der sich bumsen lässt oder so. Ne? Also ich meine, all info, macht was ihr wollt, ne? Solange es consensual ist, macht bitte in den Schlafzimmern, was ihr wollt. Aber ich glaube, hast du eine Art King von ihm. Bell für mich, ja. Ja, so ein Ding ist das. Das ist mir persönlich ein bisschen zu linksidentitär, ne, aber. Oh fuck, ich muss hier moderieren, scheiße. Kilo, mit was für einem Handy hast du das aufgenommen? Ich meine, dass das Ostdeutschland ist, das ist ja. Also, dass das Ostdeutschland, ihr müsst ja, also man hätte auch mit mehr als 360p feststellen können, dass das Ostdeutschland ist, ne? Leftist-Video. Das sieht halt straight aus wie aus so einem alten RAF-Propaganda-Video, ne? iPhone, aber Rito wollte über. Natürlich hast du ein iPhone-Kilo, ne? Der Ausländer, der kriegt ja ein iPhone direkt, wenn er über die Grenze geht. Natürlich hat er ein iPhone! Sui.
Asgeier verkauft jetzt Handys. Guten Rutsch ins neue Jahr. Rito wollte das über WhatsApp schicken. Oh Gott, Alter, ihr habt doch nicht wirklich ein verficktes Video aufgenommen und es dann euch über WhatsApp zugeschickt. Ja, ja. Meine Damen und Herren, der einzig wirklich linksextreme Twitch-Mod, den es auf Twitch wahrscheinlich gibt, da darf ich vorstellen. Sag mal, das ist auch der einzige Typ, den du fragen kannst, ey, sag mal, kannst du mir aus dem kommunistischen Manifest vorlesen mit der Mao-Bibel in der Hand? Und Rito sagt, naja, klar. Na klar, wurde, also, das ist ja... Das Manifest der kommunistischen Partei. Ein Gespenst geht um in Europa. Das Gespenst des Kommunismus. Alle Mächte des... Warte, ist das eine Mao-Bibel? Ist eine Mao-Bibel, oder? Das ist Safe Gold, eine Mao-Bibel. Europas haben sich zu einer heiligen Hetzjagd gegen dieses Gespenst verbündet. Der Papst und der Zar, Metternich und wie... Was ist das für eine Kameraführung, Alter? Könnt ihr Linken überhaupt irgendwas? So, französische Radikale und deutsche Polizisten. Scheiße, das will doch eh keiner hören. Das ist schon fucking Kunst, muss ich sagen, ne? Das ist schon fucking Kunst. Aber straight up Ostdeutschland einfach, ne? Das ist einfach Ostdeutschland, wie es lebt und lebt. Das ist auch eine der schönsten Ecken in Ostdeutschland. Die sind wahrscheinlich mehrere hundert Kilometer sind die gefahren im Trabant, ne? Schön im Eintakter sind die gefahren, um so eine schöne Ecke in Ostdeutschland zu finden, ne? Das ist wirklich schöne Ostdeutschland. Sag mal, gibt's hier irgendwo Garagentore, die nicht vollgeschmiert sind? Naja, da gibt's dieses eine Garagentor, das ist aber eine Weile weg und da ist nur eine Hälfte beschmiert. Die anderen sehen noch ganz okay aus. Oh, Dresden-West. Das Nobelviertel. Das fucking Nobelviertel. In einem ostdeutschen Nobelviertel unterwegs, ey. Aber das Gute ist, auf der positiven Seite, Ostdeutschland ist auch eins, also diese Ecken, also ich kenne ja, ich weiß ja, wo das ist, diese Ecke in Ostdeutschland ist auch eine der einzigen, wo man mit Hassmaske und Pöbelsport-Pullover rumlaufen kann und nicht besonders auffällt, ne? Das ist halt auch, das ist halt auch normal. Das ist so wie, keine Ahnung, wie ein Furry-Kostüm in Berlin. Das ist, da musst du dich auch, deswegen sage ich, das ist so ein schöner, Ostdeutschland ist so ein schönes Ländle, wenn man da einfach so rumlaufen kann, ne? Ich expose das jetzt, weil die Qualität ist so gering, weil es ein Greenscreen ist. Der Hintergrund ist mit der AI schönste Ecke in Ostdeutschland. Ja, das kann ich auch. Ne? Wobei, wir haben den schönsten Mann in Ostdeutschland hier schon vor der Kamera, ne? Eieieiei. Das ist eine Frechheit, Alter. Ich habe dies auch das letzte Mal, dass das dieses Jahr passiert. Es ist auch wirklich das verfickt letzte Mal, das ist das letzte Mal, dass ich ohne Kappe gezeigt werden darf. Das ist ab 2024 ist das auch verboten, Alter. Ab 2024 darf der Rote Kaiser nicht mehr ohne Kappe gezeigt werden. Sämtliche Bilder von mir ohne Kappe stehen schlimmster Strafe gegenüber, ne? Twingos in der Garage können immer nicht angezündet werden. Ey, dieses Ding von wegen Linke zünden alle Autos an, das ist kompletter Quatsch, ne? Und da war dieses Jahr diese große antikapitalistische Aktion, wo diverse Fahrzeuge auch und inmitten dieser abgefackelten Autos stand ein Opel, der komplett unangerührt gewesen ist, mit einem Zettel innen ans Fenster geklebt. Liebe Genossen, ich bin scheiße arm und kann mir kein neues Auto leisten, aber fick Nazis, bitte lasst meine Kiste in Ruhe. Und das Ding ist unangerührt geblieben. Das war mega gut, ey. Das war eine, ja, das war Soli für Lina E. Demonstration. Da kann man schon davon ausgehen, dass das vielleicht ein bisschen ruppiger wird, ne? Da sollte man jetzt vielleicht keinen SUV draußen stehen lassen, wenn da eine Soli für
Lina E. Demonstration durchs Land zieht. Aber da muss ich auch an der Stelle sagen, solche Aktionen treiben die Leute halt sofort zur AfD, ne? Sofort. Was ist denn das für ein Bild, Alter? Mein Profilbild. Ist das eigentlich legit? Ist das eigentlich legit? Was sind die Untertitel legit? Nein. Nein, das ist John Cena. Das ist John Cena, okay. Was ist das für ein Quatsch, ey. Ich kenne schon die Gäste. Die Gäste kenne ich schon. Ich weiß schon, wer alles übernimmt. Und bei einigen bin ich sehr gespannt. Ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, ne? Aber es wird ein Daimler-Benz 187 Face-Reveal geben. Also, anscheinend hat Daimler-Benz Connoisseur 187 ein Video aufgenommen. Und ich glaube nicht, dass der Hassmaske hat. Just Shane. Dann lass mal laufen, den Bums. Guck mal, das Ding dauert 1,5 Stunden. Wir haben jetzt schon zwei Minuten geschafft. Das ist eigentlich ein ganz guter Schnitt für einen Jahresrückblick von mir. Sind wir mal ganz ehrlich. Das letzte Mal im Jahr, dass wir Zeit miteinander verbringen, da geht's dann auch gar nicht so sehr ums Video, da geht's dann auch einfach ums Miteinander, oder? Einen wunderschönen guten Abend und Hallöchen, Carmen, lieber, hallo Chat. Ganz kurz für alle, die sich jetzt vielleicht wundern und sich fragen, wer ist die bunte Frau da auf dem Bildschirm nochmal genau? Die meisten von euch werden mich tatsächlich schon mal bei Karl im Chat unter dem... Die meisten kennen sie, weil sie immer alles begrüßt. Deswegen finde ich es auch sehr gut, dass das sich auch nochmal aufgezeigt wird. Miss Love, die ihn gelesen haben. Ja. Ich bin die, die immer alle fröhlich grüßt. Ich wurde gefragt, ob ich beim... Was sind denn so deine herausstechenden Eigenschaften? Ich begrüße die Leute im Chat immer sehr freundlich. Ich bin eigentlich so der einzig freundliche Mensch in einer ansonsten ziemlich linksextremen Scheiß-Community. Aber es ist ja auch was, ne? Im diesjährigen großen Jahres-Karl-Big dabei sein möchte, habe ich natürlich zugestimmt und das. Man fühlt sich hier legit nur wegen ihr willkommen. Alle anderen Leute direkt mit den Fuckfingern unterwegs. Verpiss dich, du Hurensohn! Verpiss dich! Was bist du eigentlich für ein Wichser, Alter? Du FDP-Schwanz! Verpiss dich wieder! Und da hast du fucking Mrs. Loveling, die schreibt so: Hallöchen, schön, dass du hier bist. Hoffentlich fühlst du dich wohl. Fick dich, du Hurensohn! Geh dich ficken! Richtig zweimal! Hallöchen, ich hoffe, du hast einen schönen Stream. Ich hoffe, dir geht's gut. Du willst doch FDP, du Hurensohn! Deswegen habe ich jetzt die große Ehre, euch die Nominierten um den Titel Clip des Monats Januar vorstellen zu dürfen. So, bevor wir jetzt aber nochmal einen kleinen Rückblick zeigen und die Top 5 Nominierten vorstellen. Wurde im Januar der Grabenkampf zerbombt oder war das im Februar?
Ich hoffe, wir haben im Februar nochmal eine Reunion. Ey, oh, das wäre so schön, wenn wir im Februar nochmal die Grabenkampf-Crew zusammenbekommen, die das anmoderieren. Auf einer Skala von 1 bis, das wird auf gar keinen Fall passieren. Wie auf gar keinen Fall wird das passieren? Ja. Das hatte ich vor, aber ich war geblockt. Werden sich wahrscheinlich Menschen fragen, Januar, Mensch, was... Wobei, dann wahrscheinlich hätten wir das hinbekommen, aber dann sähe es halt so aus, wie die Leute den Grabenkampf in vielen Fällen gesehen haben, man säße da einfach Dara alleine, ne? Dann wird da einfach Dara alleine sitzen und sagen, hallo beim Grabenkampf. Hier ist der Letzte, der sich noch nicht von Karl distanziert hat. War denn da nochmal alles? Das ist ja schon eine ganze Weile her. Ich habe noch mal so ein paar Sachen als Erinnerung für euch. Wobei das auch nett gewesen wäre, wenn man noch mal so ein Best-of-Beleidigungen an Karl reingekommen hätte, ne? Das wäre auch schön geworden, finde ich. Paul, oh stimmt. Ja, die Klupas habe ich auch vergessen. Paul und Klaus und Dara hätten noch da gesessen wahrscheinlich. Es ist tatsächlich Harkon natürlich. Wie passiert ist, das Jahr ist wild gestartet. Natürlich, womit geht's los? Silvester. Ich glaube, an Silvester ist jedes Jahr Harkon, du süßes Tier. Aufs Neue. Wird festgestellt, dass die Böller eigentlich gar nicht so nice sind für Mensch, Tier und Übrigens, herzlichen Glückwunsch zum ersten Mal vierstellig auf Twitch. Und zwar ohne Raid. Ich kann mich da noch das erste Mal, als ich vierstellig hatte, kann ich mich noch dran erinnern, ohne Raid. Und das war wirklich, das kann man so gar nicht glauben. Deswegen genießt diesen Moment, weil ich glaube, nächstes Jahr wirst du den Moment öfter haben und dann ist es halt auch irgendwie normal, ne? Und dann ist es schon scheiße. Und dann weiß man das gar nicht mehr so wirklich wertzuschätzen. Aber sehr verdient, Alter. Du hast ein Top-Jahr hinter dir mit großartigem Content, Alter. Ich hab dich sehr lieb. Herzlichen Glückwunsch zum ersten Mal vierstellig, Mann. Welt. Und dementsprechend sah die Bilanz der letzten Silvester nach Ort aus. Ausschreitungen, Verletzte, Angriffe auf Einsatzkräfte der Rettungskräfte in vielen Städten. Was soll man dazu sagen? Verbiete die Scheiße endlich. Für manche ging es tatsächlich... Wie sieht das eigentlich bei euch gerade mit Feuerwerk aus? Ich habe schon einige Leute, die mir schon haben zukommen lassen, dass das auch heute Abend wieder ein wenig schwierig ist, schon jetzt. Dass sie da schon wieder keinen Bock haben. Ich habe für 500 gekauft. Das kann ich mir vorstellen. Ich weiß, was das wirklich Bedauerliche ist, dass mit Sicherheit hier mindestens 100 Hurensöhne sitzen, die sich tatsächlich Feuerwehr gekauft haben. Aber auch mit einer traurigen Nachricht los, denn im Dezember ist Papst Benedikt XVI. Gestorben und der wurde dann im Januar zum einen öffentlich aufgebahrt, damit sich die Gläubigen verabschieden können und dann kurz darauf dementsprechend beigesetzt. Der Kölner Zoo hat 24,5 Millionen geerbt von einer sehr reichen Gönnerin. Amazon hat... Was ist das? Papstbeerdigung und Zooerbe? Wo sind wir hier? So viele Mitarbeiter entlassen wie bis dato noch nie. 18.000 an der Zahl wurden entlassen. Politisch hat sich auch einiges getan. Es gab ja lange, lange Kritik an... der zu der Zeit noch amtierenden Bundesverteidigungsministerin Lamprecht, die hat dann tatsächlich den Posten abgegeben und hat Platz gemacht für den Herrn Pistorius, der ihren Posten anschließend übernommen hat. Außerdem, natürlich glaube ich vielen auch vielleicht noch in Erinnerung, das Bürgergeld. Das Bürgergeld hat tatsächlich das, umgangssprachlich werden es wahrscheinlich die meisten eher kennen, Hartz IV. Abgelöst. Arbeitslosengeld 2 dementsprechend jetzt abgelöst durch Bürgergeld. Ukraine-Krieg, fortschreitet. Ganze Tagesschau einfach. Außerdem bist du hier in einem linksradikalen Stream, ne? Die meisten kennen das. Die meisten nennen tatsächlich Bürgergeld nicht Hartz IV, sondern entweder Lohn oder Stütze, ne? Oder die allermeisten nennen wahrscheinlich Bürgergeld, nee, ist noch nicht da, ne? Die meisten nennen das, ist noch nicht da. Das muss man auch sagen. Ende Januar haben sich dann
hat sich dann die Politik doch entschieden, Panzer zu schicken. Und zwar Typ Leo 2 sollten nun doch zur Unterstützung in die Ukraine gehen. Aber, schalalala, wir sind tatsächlich Weltmeister. Für alle, die sich jetzt fragen, Weltmeister, gar nichts mehr mitbekommen. Kein Problem, ich auch nicht. Zum dritten Mal tatsächlich im Hockey der Herren. Für alle, die es verpasst haben, macht euch nichts raus, an mir ist es auch vorbeigegangen. Aber tatsächlich, wir sind Weltmeister im Hockey. Das für uns, glaube ich, am prägendsten gewesen und wo viele, glaube ich, auch direkte Erinnerungen zu haben werden. Wenn am Ende nicht noch das Wetter kommt, ne? Wenn am Ende nicht noch eine Durchschnittstemperatur aus dem Januar vorgetragen wird, bin ich schwer enttäuscht. Muss ich auch wirklich an der Stelle sagen, fucking schwer enttäuscht, Alter. Natürlich Lützerath. Anfang Januar sollte begonnen werden, Lützerath zu räumen. Anfang Januar war das? Wir erinnern uns vor allem an die riesige Demonstration, die für Mitte Januar geplant gewesen ist. Eine unglaubliche Zahl von bis zu 35.000 Teilnehmenden, die alle aufgemacht haben tatsächlich und den ganzen Tag quasi in Lützi laut waren und sich dagegen gestellt haben. Ja, ich glaube, es ist für alle sehr prägend gewesen. Sag mal, ich will hier gute Laune. Der Papst ist gestorben, auch im Januar. Egal, ob man jetzt dabei gewesen ist, live vor Ort mitprotestiert hat oder ob man aus welchen Gründen auch immer nicht hin konnte und das von zu Hause quasi alles fiebernd verfolgt hat. Es gab ja Livestreams, es gab Live-Ticker, es gab die Nachrichten wurden regelmäßig aktualisiert. Also es ist der ganze Tag, man hat ja nichts anderes gehört. Absolut großartig für alle, die da gewesen sind. Ich glaube, die uns am meisten in Erinnerung geblieben sind tatsächlich, absolute Helden sind zum einen die beiden, die so lange die Tunnel gehalten haben und Kuf Livestream war das Beste. Ey, Kuf hatte ja die erste linksextremistische Demo-Erfahrung in Lützerath und ich kann mich noch sehr daran erinnern, dass er kommt und gesagt, du Karl, sag mal, das glaub ich gar nicht, was da passiert. Wo ist der Südhessische? Ich muss irgendwie in Aschebecher, du Karl, Aschebecher. Ich kriege keinen südhessischen Akzent gerade hin. Ich bin immer noch im Kopf in Ostdeutschland. Ich muss ganz südhessischer Dialekt. Bubbel einfach. Ja, warte mal. Ich muss mal ganz kurz was anhören. Hallo und herzlich willkommen bei der Dialekt. Gute, ich bin Dominik, 31 Jahre, geboren in Frankfurt am Main. Ich mache allen möglichen kreativen Krempel so im Internet und ich babbel ganz wunderbares Hessisch. Hallo Dominik. Dein Dialekt. Ortschaften raus. Ein Busy. Busy. Embel. Was heißt ein Busy? Also ein klein Busy. Ajo, ich krieg's nicht hin. Es tut mir sehr leid, ich krieg heute kein Südhessisch hin. Da bin ich noch nicht betrunken für. Also jedenfalls hat Kuse gesagt, du kannst es überhaupt gar nicht vorstellen, was die Polizei da gemacht hat. Ich habe den Polizeipräsidenten zur Rede gestellt, aber der wollte mir kein Interview geben. Und ich so, ja, was? Du bist auch Kuf, du bist der erste Linke, der zum Polizeipräsidenten gelaufen ist und nach einer Stellungnahme gefragt hat, wirklich. Du bist der erste fucking Linke. In einer verfickten Demo zum Polizeipräsidenten gestampft ist, stinksauer und nach einer Stellungnahme gefragt hat. Ajo, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, was hier passiert. Sagen Sie doch mal was dazu. Das war der Pressesprecher, der Wichser. Stimmt, das war nicht der Polizeipräsident, war der Pressesprecher. Das ist zum Pressesprecher der Polizei hingegangen. Er hat gesagt, Ajo, hören Sie mal. Hören Sie mal. Das kann doch nicht sein hier. Sagen Sie doch mal was dazu. Fucking respektabel. Ja, fucking respektabel. Ob der die Nerven verloren hat. Einen guten Rutsch euch allen, ihr Süßmäuse. Habt einen fantastischen Abend, aber habt ihr eh, wenn ihr hier uns bei den Kloopers guckt. Kuss an Lea und Rex, kleiner als 3. Dementsprechend das alles hinausgezögert haben, trotz der ganzen Gefahren, trotz allem gesagt haben, nee, wir bleiben so lange, wie es geht. Wie alle anderen auch, aber danach hat er ihm dann auch in die Fresse geschlagen. Nee, die Radikalisierung ging dann danach erst weiter. Ne? Also ich denke mal, wenn Kuf den im Juni nochmal gesehen hätte, hätte er ihm die Fresse poliert. Aber das war im Januar, da war er noch nicht so weit. Ne? Da war er noch in der Ausbildung, eine Azubine quasi. Die Tunnel, das war schon auch anders gefährlich, absolute Ehrenmenschen. Und natürlich, und das ist, glaube ich, das Meme geworden, also des Monats Januar, selbstverständlich, der Mensch von Lützerath. Ich glaube, da brauche ich auch gar nicht mehr viel zu sagen. Ich glaube, den meisten wird das noch sehr
im Gedächtnis sein. Es ist ja, ja, ich glaube... Kein Stream-Refreshen, Twitch buggt gerade heftig. Ja, ihr dürft nicht neu starten, ne? Wenn ihr neu startet, seid ihr raus hier heute, ne? Also das war wirklich so. Ein Statement dazu. Nicht so viel trinken und rauchen, wa? Philo, du hast hier den Leuten gar nichts zu sagen. Du bist 12 Jahre alt, was willst du eigentlich? Ne? Und deine verfickten Schuhe, ob die wirklich bei dir landen, das muss ich mir noch zweimal überlegen. Ganz ehrlich, du bist nämlich ein bisschen frech geworden in den letzten 3 Tagen. Jetzt hast du alles, was du von mir willst und jetzt gehst du auf Distanz, ne? Helena. Auf den ganzen Social-Media-Plattformen war das, glaube ich, das Meme, was die Zeit dann rumgegangen ist. Ja, wilder Start, wilder Monat und genauso wild geht es jetzt auch in den Rückblick quasi für die nominierten Clips des Monats Januar. Das Jahr hat tatsächlich ziemlich stark angefangen. Ist normal bei dem, benutzen und wegwerfen. Es ist, bei diesen Jungen ist das so, ne? Diese jungen Menschen, guten Rutsch ihrer Bauken. Du Bastard, du wirst dafür sorgen, dass die gut rutschen, ne? Heute fühle ich mich so richtig gebraucht. Heute fühle ich mich wirklich wie der letzte Mensch. Ich spiele hier einfach nur das Vorprogramm für den Klooper-Stream. Da fühlt man sich auch so ein bisschen dreckig einfach, so ein bisschen schmutzig fühlt man sich. Und ich bin Überbrückung für die Leute. Was soll ich sagen? Die Top 5 Favoriten tragen unter anderem die großartigen Titel Kapern, Eier von Minoj, Call to Action, Entschuldigung oder Veganer als Vivo Du. Hier nochmal ein kleiner Rückblick für euch. Oh Gott, ich weiß Möglichkeiten nicht gegeben ist. Oh Gott, der Typ. Oh nein. Oh Gott, nein, der Typ. Oh, der Typ. War das der mit dem, wo sein Freund Heiko an Tofu gestorben ist? Der war das, ne? Sein Freund Heiko ist an Tofu gestorben. Ja. Konzerne da mitmachen, weil sie da gar kein Interesse dran haben. Aber du musst doch nicht mitmachen! Es geht doch nur um dich! Es geht doch nur um dich! Verdammte Scheiße! Aber wenn es jetzt um Leben und Tod ginge und ich ein Medikament... Ich esse auch die Eier von Minoj. Millionen Frauen blockiert und dann kann ich immer noch 1 Million Frauen der besten Güteklasse wie sie hier befruchten. Was? Entschuldigung. Aber bist du jetzt... Pro oder Contra Kapern? Die sollen alle ihre scheiß Fresse halten mit Kapern und Oliven. Fresst doch einfach, was ihr wollt! Seid ihr dumm! Übrigens, die Leute haben... Also tatsächlich... Nee, nicht die Leute. Das ist immer so eine Lüge, ne? Eine Person. Eine einzige Person. Es waren nicht die Leute, Karl. Übertreib mal nicht, ne? Und ich scheiß auf alles. Ähnlicher Wander, jetzt sehe das. Eine Person hat gefragt, Karl, letztes Jahr stand der Weihnachtsbaum doch auf der anderen Seite. Warum steht der denn jetzt, steht der denn nicht mehr da? Die Antwort ist ganz einfach. Ich schaue mir den Super-Stream nicht an, ich gehe da an Wichsen, Kappa. Ist ganz einfach. Die Antwort ist sehr einfach. Ich hatte überhaupt keine Motivation, die Pflanze von der Seite auf die andere zu schieben. Da, so einfach ist das schon. Ich war einfach faul. Ich wollte es einfach nicht. Ich hab gesagt, nee, kannst du vergessen. Warum soll ich das denn von der einen Seite dann wieder zurückräumen und dann wieder zurück? Das war, nee. Auch gerne. Nur weil ich, wenn ihr keine Kapern mögt, dann esst halt keine Kapern! Also, ob das so schwer ist! Tun alle so, als ob die... Als ob vor jedem Edeka-Markt so 2 Angestellte stehen würden. Hallo, dürfen wir Ihnen Kapern anbieten? Gern. Hier, einen Löffel. Halt, macht passiert nichts. BSC Ultra, vielen herzlichen Dank für das wahrscheinlich einzig Linke, was du jemals gemacht hast. Als härter BSC-Fan. Und zwar der roten Sonne 10 Subs giften. Vielen herzlichen Dank. Hm?
20. Kauf keine Kapern, ess keine Kapern. Ich ficke auch gerne. Oder kauf Kapern und ess Kapern. Aber lass die Tiere in Ruhe. Du denn nicht vegan? Weil das wird ja funktionieren, ne? Ist er denn, oder? Naja, also ich lebe wohl mehr vegan als jeder andere, das will ich jetzt mal behaupten. Mhm. Zumal ich mich auch sehr, sehr viel von Haferflocken ernähre. Auch vegan. So, Alter, war so besoffen, der Junge, Alter. Der war so fucking besoffen, ey. Ich habe selten jemanden gehabt, der so besoffen gewesen ist, ey. Und Dana als ich? Nee, das geht nicht. Du isst gar kein Fleisch, oder? Ich esse ein bis zweimal die Woche esse ich Fleisch, so in der Regel. Und das aber auch nicht immer, das kommt immer drauf an. Ihr Lieben, ihr habt gewählt. Ihr habt gewählt, wir haben... Boah, ich weiß nicht. Danke für deine köstliche Unterhaltung. Auf ein erfolgreiches Jahr, mein Steuermann. Ist schwer. Aber auf jeden Fall der Besoffene. Ich glaube, Veganer als du ist mein... Veganer als du ist das Beste. Ein Sieger. Und was soll ich sagen? Doch recht eindeutig gewonnen und damit als Clip des Monats Januar von euch gewählt, ist der Titel Veganer als ja. Vivo Du. Ja. Ich lebe veganer als jeder andere. Viel ja. Spaß nochmal. Ja, das ist auch der beste Clip gewesen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich möchte jetzt übrigens an der Stelle sagen, ich habe im letzten Jahresrückblick schon gesagt, das war meine einzige Kritik an diesem Video, warum wird, nachdem der Gewinner gekürt worden ist, nochmal der ganze Clip gezeigt. Wenn das jetzt wieder gemacht wird, dann kann ich euch auch nicht mehr helfen. Weil wir haben den Clip gerade erst gesehen, humoristisch waren wir schon an der Klimax und wenn der jetzt nochmal kommt, dann ist das ja eine ziemlich antihumoristische Streckung. Bei dem Clip? Du denn nicht vegan? Weil das wird ja funktionieren, ne? Ist er dann, oder? Naja, also ich lebe wohl mehr vegan als jeder andere, das will ich jetzt mal behaupten. Mhm. Zumal ich mich auch sehr, sehr viel von Haferflocken ernähre. Auch veganer als ich? Nee, das geht nicht, du isst gar kein Fleisch, oder? Ich esse ein bis zweimal. Irgendwie muss ich das Video in die Länge ziehen. Das dauert anderthalb Stunden, Alter. Anderthalb Stunden! Die Woche esse ich Fleisch, so in der Regel. Und auf 10, wir müssen die 8 Minuten vollkriegen, dass wir das monetarisieren können. Das aber auch nicht immer, das kommt immer drauf an. Und ich wünsche euch alles Gute, einen guten Rutsch, bleibt gesund und macht's gut, ihr Lieben. Naja, bei Leon weiß man ja, dass so 30% Hit, 70% Miss ist. Das ist ja, ja. Also man, wenn Leon irgendwas macht, sollte man immer sich davon distanzieren. Und in den paar Fällen, wo es dann in Ordnung ist, kann man dann immer noch sagen, ach komm. So schlimm war es anscheinend gar nicht. So schlimm ist das doch alles gar nicht bei euch. Ne? Und das fand ich halt so ein bisschen... Vor allem, ich verstehe das nicht. Wenn du mit dem redest, wenn der spricht, also wenn der spricht und nicht tippt, dann ist der nicht so dumm. Aber wenn du den nur tippen siehst, das hier ist ein... It's true though. It's fucking true though. Ist der Gründungsmitglieder. Alexander Gauland kennen wir alle. Das war gut. Oh, da habe ich viele Morddrohungen gekriegt. Oh, für den Clip haben wir einige mit dem. Also da waren einige sehr wütend. Da waren einige sehr, sehr wütend. Mein lieber Scholli, waren die Leute da wütend. Hallo, oder? Alexander Gauland sollte jedem ein Begriff sein. Ist halt einfach ein Faschist. Nazi. Den kennen wir. Der zweite ist sehr viel interessanter. Das ist Bernd Lucke. Und der gehörte zum Anti-Euro-Flügel. Also der war einfach nur gegen den Euro und der wollte die D-Mark wieder einführen und, und. Und das hier ist Professor Fick und der stirbt am Ende von Harry Potter. Ach Gott, ey, haben mir da viele Leute mit dem Tod gedroht, ey. Mein lieber Scholli, haben mir da einige Leute mit dem Tod gedroht, ey. Ach du Heiland, aber worth it am Ende des Tages, muss ich euch sagen. Fucking worth it. Am Ende des Tages war es das absolut wert. Ich habe übrigens Ehren-Shoutout an diesen einen Typ, der jetzt mittlerweile geht es nicht mehr, weil Twitter bei mir gesperrt wurde. Aber da gab es einen Typen, der hat mir seit diesem Clip jedes Videospiel in einer Twitter-Nachricht gespoilert. Jedes. Da war wirklich, da konntest du die Uhr nachstellen. Wenn ein neues Spiel released wurde, habe ich eine Nachricht von dem auf Twitter gekriegt mit einem Spoiler.
Wirklich fucking jedes. Es war absolut brillant. Das war absolut brillant. Ich habe es natürlich nicht jeden Monat gelesen. Ich habe es dann irgendwann mal im, ja, keine Ahnung, irgendwann Mitte des Jahres, bin ich durch die Twitter-Nachrichtenanfragen gegangen und habe dann diesen einen gesehen mit über 30 ungelesenen Nachrichten. Und der hat mich erst durchbeleidigt und ab dann kam in sehr regelmäßigen Abständen immer Spiele-Spoiler. Großartig. Absolut großartig. Die spielen nicht mit mir, dann machen wir ihnen das Spiel zu... Das hat nichts mit Spielen zu tun, du Arschloch! Oh, das kam aber auch von Herzen, muss ich sagen, ne? Das kam aber auch fucking von Herzen. Ey, Mann, ich wollte das Lied hören, das war mein letztes Geld. Welches Lied wolltest du hören? Jetzt muss ich gucken. Das war mein letztes Geld, Voice. Jetzt mach mir schlechtes Gewissen hier noch. Nimm mein letztes Geld, Lieblings-Karl Kussi. Ach du Heiland. Das ist aber hochgradig angemessen. Schickt mir auch euren letzten Euro. Ihr könnt auch, wenn ihr kein Geld mehr irgendwo digital habt, sondern nur noch irgendwo Bargeld rumliegen, könnt ihr euch auch einfach einen kleinen Umschlag kaufen und euer letztes Klimpergeld da reinpacken und es dann einfach an meine Postbox schicken. Das nehme ich auch. Ne? Ich nehme auch den Notgroschen. Ne? Das ist doch nicht so, als ob das irgendwie so eine Präferenzgeschichte wäre, dass wir uns hier hinstellen und sagen, also ich finde das Spiel Harry Potter inhaltlich ziemlich scheiße und möchte nicht, dass du das spielst, weil es ein sehr schlechtes Spiel ist und ich das selber nicht spiele. Wir sehen uns morgen. Tschüssikowski. Fucking Zinon, Alter. Isa? Bringst du mir ein Bier? Müsste ich überlegen, dass fucking Zinund mir nach dem Streamende tatsächlich geschrieben hat und gesagt hat, Karl, am Ende konnte man noch sehen, dass du Hogwarts Legacy spielst. Das konnte man am Ende hat man das dann noch gesehen. Zinund denkt bis heute, das ist echt. Ich dachte eigentlich, dass Isa hol mir ein Bier für die allermeisten hier reicht, um die humoristische Performance einzuleiten. Aber bei Zinund glaubt bis heute noch, dass ich da einfach nicht auf Stream ausstellen geklickt habe. Das Schlimmste, was in meinem Leben bis jetzt mit 28 Jahren mir widerfahren ist, ist diese Spielsucht gewesen. Ja gut, bei mir ist es Star Wars Episode 8, aber da hat man auch unterschiedliche Ansichten. Musst du dir mal vorstellen, dass du, ich weiß nicht, wie der das macht, dass der mit seinem eigenen Penis in sein Ohr kommt, um sein Hirn zu ficken. Oh, aber wie kann man... sich denn mit einem fucking Nazi solidarisieren? Wie funktioniert das denn? Philo. Mahlzeit Karl und Chat. Ich fucking Nuttensohn. Ich bin's, Tim. Es war ein großartiges Jahr und genauso großartig bist auch du, Karl. Und einige Clips, die... Du bist großartig, Philo. Du bist großartig. Philo ist einfach... Ey, ohne Scheiß, ne? Das kommt jetzt aus dem tiefsten Herzen, aber... Du weißt ja, Philo, ich bin nicht so dieser Mainstream-Influencer, ne? Ich komme ja nicht so mit dem Mainstream klar. Aber wenn es einen Influencer gibt, dem ich den größten Mainstream-Erfolg gönne, dann bist du das. Und es ist eine verfickte Frechheit, dass du nicht regelmäßig vor 20, 25.000 Leuten streamst. Das ist wirklich, das, was du machst, ist Mainstream-Entertainment, wie es sein sollte. Es ist wirklich, und bleib auf jeden Fall dran, Alter. Ich habe auch dein Video privat gesehen, wo du über die Struggle gesprochen hast, dass du dich irgendwie unter Druck gesetzt fühlst, die ganze Zeit Content machen zu müssen und dass dir da die Balance fehlt.
und dass 2023 für dich irgendwie so ein wegweisendes Jahr gewesen ist, mit vielen Hochs und dann auch wieder runter und so, ne? Alter, lass dich von dem Scheiß nicht abbringen, ey. Du bist ein geborener Entertainer. Ich habe so viel Spaß, wenn ich deine Streams gucke. Und wenn ich einem Typen Mainstream-Erfolg gönne, dann bist du das. Wirklich. Bleib da einfach fucking dran. Du bist ein ganz, ganz großer. Die mir entstanden sind ebenso großartig. Es kann allerdings nur ein Clip gewinnen. Und das ist Feierabend. Den mache ich jetzt auch. Bleibt stabil und vor allem vegan. Wir sehen uns nächstes Jahr mit wahrscheinlich besseren Clips. Ihr Mäuse, macht's gut. Karl, wenn ich die Sambas nicht bekomme im Januar, dann komme ich dich ficken. Die kommen. Die sind schon auf dem Weg zu mir und ich werde auch die 30, 40 Euro, die mich das Paket zu dir kostet, werde ich nicht scheuen. Und ich werde dir auch keine Rechnung ausstellen. Ne? Dann ja. Ciao. Da muss ich auch wirklich sagen, das ist auch der einzige Flex, den ich habe, als 35-jähriger linker Boomer, langweiliger Politikboomer, wo ich in so einem Durchschnittsalter eher unter 20 Stream flexen kann, dass ich halt einen Sneaker-Typ habe, ne? Ich habe halt einen Sneaker-Guy. Ich habe einen Typen, dem schreibe ich bei WhatsApp, ey, hast du den und den Sneaker, ich brauche ihn der und der Größe, und der antwortet in 15 Minuten, yo, habe ich, kann ich dir zuschicken. Das ist der einzige Flex, den ich habe. Und der muss natürlich direkt wieder zu meinem monetären Nachteil genutzt werden. Aber Philo wollte ein veganes Paar Adidas-Sneaker haben, das er nicht mehr findet, weil es das nicht mehr im Verkauf gibt. Und das wird natürlich sofort organisiert. Ne? Das ist ja klar. Das ist ja vollkommen klar. Wir sehen uns morgen. Tschüssikowski. Wäre es nicht schlauer gewesen, das direkt zu seiner Adresse zu bestellen aus Deutschland? Ich bin ein fucking übervorsichtiger Linksradikaler und ich gebe die Adresse von einem Freund von mir nicht einfach an einen anderen Typen weiter. Ne? Also Adressen sind mir heilig. Außer von Nazis. Aber das wisst ihr ja. Aber ansonsten sind mir Adressen heilig und das wird zu mir geschickt, dann schicke ich es weiter. Ne? Wenn mir irgendein Freund seine Adresse gibt, dann gebe ich die für nichts auf der Welt weiter. Nie. Ja. Bringst du mir ein Bier? Also jetzt diesen Clip nochmal zu sehen, das ist aber auch wirklich humoristisch nicht gut aufgebaut, Freunde, ganz ehrlich. Muss ich schon wieder sagen. Ja, es gibt das einfach. Ist ein ganz, ganz toller Effort. Ich finde diese Grafiken, die will ich auch für meinen Stream haben nächstes Jahr, ne? Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Diese rote Sonne, ne, die will ich in meinem Stream haben. Das wird nächstes Jahr, machen wir da ein kleines Overhaul, ne? Wer hat das zusammengeschnitten? Die besten Cutter und Freude, die man sich wünschen kann. Lefted hat das, glaube ich, vornehmlich geschnitten, aber dran gearbeitet haben Lefted, Lewis und Schremmel. Die besten, die man sich wünschen kann. Ja, moin, Leute. Ja! Oh, das freut mich sehr, dass der dabei ist. Das freut mich sehr. Den liebe ich, ey. Panda Bär hier und willkommen zu Einzelvegan Kochshow mit realistischen Maßstäben. Es ist mal wieder Zeit für so ein Video und heute werden wir was ganz Leckeres kochen, denn... Ah, einen Moment, ich werde gerade angerufen. Ja? Hallo? Lefted, hi. Was möchtest du? Ja? Ich soll den Jahresrückblick von Karl im März... Einer unserer Helden. Bislang nur Helden, Alter. Wo wären wir ohne Mrs. Lovely Inc.? Wo wären wir ohne Philo? Wo wären wir ohne Roter Panda Bär? Nicht da, wo wir jetzt sind. Nicht da, wo wir jetzt sind. Sag ich euch ganz ehrlich. Philo ist die einzige Öffnung, die wir zu jungen Menschen haben. Die allereinzige Öffnung, die wir zu jungen Menschen haben. Wahrscheinlich in der Red Bull Lounge. Ja, du weißt ja ganz genau, dass ich mich selber aus der Red Bull Lounge ausladen würde, weil das halt ein scheiß Nazi-Haufen ist, ne? Und ich mit der Pissplörre nichts. Außerdem gönne G auf die Eins, ne? Das aber da. Nee. Der Nazi ist ja tot. Hallo, der Red Bull-Nazi ist tot. Der ist tot, ist alles in Ordnung. Ja. Und jetzt nochmal was, ne, ihr ganzen euch einscheißenden Linken da draußen. Nennt mir mal eine Firma ohne Nazi-Vergangenheit. Ja, da wird's schwer. Ne? Gönnergy übrigens. Gönnergy auf die Eins. Aber nennt mir mal irgendeine Firma ohne Nazi-Vergangenheit. Die gibt es nicht. Green Force. Thomas Müller, hallo? Nee, Entschuldigung. Entschuldigung, die Schickeria ist ja linksradikal. Anmoderieren. Okay, ja, das kann ich machen. Ja, okay. Tschüss. VW? VW ist ein äußerst schlechtes Beispiel. Also VW hat immer noch Fabriken neben Arbeitslagern. Das ist wirklich das... VW ist so das schlechteste Beispiel, das man nennen kann.
Ja, ihr habt's gehört, ich moderiere den März an, aber zuerst geht's... Ich darf nichts gegen Red Bull sagen, weil Philo wirklich ein Hurensohn ist. Mit solchen dicken Ordnern, Alter. Ich war letztens bei dem und hab mich mehr oder minder humoristisch gegen Red Bull geäußert. Und das hat wirklich 10 Sekunden gedauert, bis der einen Clip von mir hatte, wie ich Red Bull in die Kamera halte und gesagt habe, das schmeckt echt lecker. Das hat keine 10 Sekunden gedauert, dann hat er das parat. Ne? Da musst du dich wirklich, ey, mit Philo legst du dich nicht an, Alter. Der hat einen Ordner mit Bildern und Videos, das willst du nicht, da willst du dich nicht mit anlegen, wirklich nicht. Willst du einfach nichts mit zu tun haben. Ins Intro. Der einzige Jahresrückblick mit realistischen Maßstäben, das stimmt aber auch. Ja, was ist im März eigentlich so passiert dieses Jahres? Eigentlich nicht so viel, wie ich merke. Außer, dass in Düsseldorf, Deutschland, kennt ihr vielleicht, ist irgendein Modeunternehmen untergegangen. Peek und Cloppenburg. Wenn das Reiche waren, war es eigentlich ganz gut, dass sie zugrunde gegangen sind. Naja. Peek und Cloppenburg konnte man immer richtig gut klauen in Berlin, ne? Peek und Cloppenburg Laden, das ist so ein Designerladen mit so Ramschtischen. Da konnte man richtig gut klauen. Ja. Wie, die gibt's nicht mehr. Ich glaube, die gibt's nicht mehr. Ja. Am Kudamm, ja. Ja. Am Kudamm könnte man. Wir hatten da so eine, konntest du so runtergehen, Trash-Style. Ja, aber man nimmt halt alles mit Marke, ne? Also alles, was man kriegt und wo man dann später bezahlt. Ne? Man muss ja auch dazu sagen, ich habe ja nie geklaut. Ich hatte ja immer die Absicht, später zu bezahlen. Und in New York haben sich die Leute zum größeren Schutz der Biodiversität, Alter, ist das ein schwieriges Wort, Biodiversität auf hoher See. Ja, dann werden es jetzt einfach nur noch Tiefseebohrungen geben für Öl. Naja, aber ist wohl ein erster Schritt, I guess, ne? Xi Jinping wurde wiedergewählt. Das ist doch auch was Schönes an sich. Das war's eigentlich. Ich habe auch nichts zu kochen vorbereitet tatsächlich, das tut mir auch leid, es kam ein bisschen spontan. Aber das hier sind die nominierten Clips, oder hier. Dafür krank geschrieben werden. Vielleicht blute ich ja auch gerade. Sie würden es nicht merken, weil ich mich nicht darüber beschwere. Das war so gut. Ja, auch jüdische Männer finden mich attraktiv. Wissen Sie, was ein Jude... Hora, vielen Dank. Vielen Dank für Pimper. Oh, das war wirklich so böse, Alter. Diese Sendung war wirklich, das war wirklich. Diese fucking Sendung war wirklich absolut, absolut. Ja, auch jüdische Männer finden mich attraktiv. Wissen Sie, was ein Jude... Das war echt gut. Fucking perfekt, ey. Perfekt, absolut. Perfekt. Perfekt. Ja, wirklich perfekt. Absolut göttlich. Das war wirklich perfekt. Wie alle ausflippen. Wie die alle ausflippen wollen. Wenn du mir sagen willst, dass es Anfängerhunde gibt und dass es fortgeschrittenen Hunde gibt, dann sage ich dir, dass du Unrecht hast. Das ist immer, wenn ich das höre. Nichts für Anfänger. Was ist denn nicht für Anfänger? Nichts für Anfänger. Das sind nichts für Anfänger, sind auch solche Arschlöcher, die auf dem Hundeplatz... Jetzt wird's persönlich, glaube ich. ...mit der Pfeife und so einem Klapperding rumlaufen und dann flexen mit ihrem tollen Hund... Und dann rumlaufen, kriegen nichts geschissen und dann. Ja, ist ein toller Hund, aber leider nichts für Anfänger. Da müssen sie schon so ein Profi sein wie ich. Müssen sie schon so ein Profi sein. Oh? Also kein Anfängertier. Sieht man ja auf den ersten Blick, ne? Sieht man ja schon hier auf den ersten Blick. Komm mal her hier. Beide nicht ausreichend. Kleber, oh Gott, ich muss rein. Damit wir da raus. Fecken, Alter! Ja,
albern, wenn ich mir das anschaue, sehe ich einen Haufen von Leuten, die dem vermeintlichen Idealbild eines gut aussehenden Körpers entsprechen. Und zwar alle durch die Bank weg. Das heißt, alle 10 Leute, die dort sind, haben die Jungs zum Beispiel alle einen trainierten Bauch, einen trainierten Körper. Wenn ich das zum Beispiel mal nur als einfaches Beispiel, die haben alle einfach einen trainierteren Körper als ich, obwohl ich wirklich regelmäßig ins Gym gehe und nicht viel falsch mache. Aber ich kriege zum Beispiel einfach nicht so einfach große trainierte Oberarme. Das ist meine Genetik einfach nicht. Wie gesagt, sicherlich trainieren die auch länger und Eckadura Bulim. Ne? Ruf mich einfach an. Härter und fleißig. Ich finde immer, schlechte Genetik ist nur eine Ausrede, nicht genug zu stoffen. Ja, das ist meine. Ja. Meinung. Ne? Also selbst wenn man eine schlechte Genetik hat, kann man da auch mit Synthol noch relativ viel. Ach nee, falscher Kanal, ne? SPD? Fucking, warum existiert diese Partei? Die SPD gehört in einer vernünftigen Demokratie spätestens seit der Weimarer Republik verboten. Die SPD hat doch die Daseinsberechtigung verloren, als sie gesagt haben, ey, lass uns mal lieber Kommunisten erschießen, als gegen die NSDAP vorzugehen. SPD, auf Wiedersehen, das war's. Was willst du, was SPD? Dicker, als ob mir das überhaupt jucken würde, was dieser Theo sagt. Dieser Theo, der macht einen Tweet, nachdem er online gegangen ist, diese ganze irregelbare Sau, und das guckt einfach niemanden, der interessiert sich überhaupt nicht dafür. So wenig, dass meine Zuschauerzahlen steigen, wenn ich über ihn rede, und deswegen rede ich noch die nächsten 2,5 Stunden über ihn. Aber der juckt dich überhaupt nicht. Niemand juckt dich für dich, Theo. Außer ich die nächsten 2,5 Stunden bei 6000. Und dieser Clip hat gewonnen. Viel Spaß damit. Dafür krank geschrieben werden. Das ist auch wirklich gut. Vielleicht blute ich ja auch gerade. Sie würden es nicht merken, weil ich mich nicht darüber beschwere. Ich liebe alles an diesem Clip, Alter. Ja, auch jüdisch. Also der Clip an solches ist nicht so besonders, ne? So mein Zuwirken ist hier wirklich auf einem. Aber das ist ja auch die Art und Weise, wie ich mein Geld verdiene, ne? Mein großer Steuermann O7. Das ist ja auch einfach die Art und Weise, wie ich Geld verdiene, ne? Mein Zuwirken muss da auf Minimum reduziert werden. Das ist schon wirklich so ein. Jüdische Männer finden mich attraktiv. Wissen Sie, was ein Jude? Fucking perfekt, ey. Perfekt, absolut. Perfekt. Absolut göttlich. Wie alle ausflippen. wie die alle ausflippen wollen. Was war denn da mit meiner Stimme los? An der Stelle möchte ich den 3 bisherigen Gewinnern Karl, Karl und Karl noch einmal herzlich gratulieren. Vielen Dank. Angemessen. Und nochmal an Miss Lovely Inc., Philo und Roter Panda Bär für die Jahresrückblicke. Wir erwarten uns jetzt weitere Gewinner und Gäste, also viel Spaß mit den Monaten April bis Juni. Ich sitze hier und soll was einsprechen, weil die wesentlich beliebtere Wahl abgesagt hat. Nice, so fühlt es sich also an, das mittlere Kind zu sein. Diese Experience wünsche ich allen Spoiled Bread Einzelkindern unter euch mal. Amazing, isn't it? Sei es drum, April. Wow, was ein Kack-Scheiß-Monat. Schlechtes Wetter, Regen, noch mehr Regen, noch mehr schlechtes Wetter. Ist das nice. Woher der Name kommt, weiß wohl keiner so richtig. Laut Wikipedia könnte er wohl von Aphrodite stammen, da die erste Jahreshälfte die Namen von Göttern wiedergibt und diese wohl als Göttin der Liebe zu April passen würde. Warum auch immer. Hey, das aufgehört hat mit Meinungsblock-Content ist auch wild, ne? Frag mich nicht, das Aphrodite wohl eher der griechische Term. Louis habe ich übrigens kennengelernt, weil der ein Video gegen mich und Stay gemacht hat und ich ihn dann Nuttensohn genannt habe und gesagt habe, dass er keine Ahnung hat. Und dann hat er mir geschrieben, ja, eigentlich hast du recht. Und dann sind wir Freunde geworden, ne? So schnell kann es gehen. Venus ist und nicht der römische, welcher Venus gewesen wäre, fiel wohl auch dem Menschen auf, welcher diesen wunderbaren Wikipedia-Artikel verfasst hat. Nein. Ist aber jetzt auch schon ein paar Jahre her, ne? Ist schon ein paar Jahre her, ja.
Ja, lassen wir das doch einfach. Der April 2023 wurde von einem sehr wichtigen geopolitischen Ereignis erschüttert. Ja, ihr liegt genau richtig. Am 2.4.2023 war nicht nur das Ende des Skispring-Weltcups in Slowenien, sondern auch Parlamentswahl in Andorra. Das hier ist, by the way, Andorra. Wow, amazing, isn't it? Ist das cool. Viel wichtiger erscheint hierbei doch, dass am 12. April die Eckpunkte zur Legalisierung von Bubats von Herrn Lauterbach Cem Özdemir gelegt wurden, oder? Eigentlich finde ich das überhaupt nicht wichtig. Viel interessanter wäre doch zu wissen, dass Andorra für seine wunderschönen Gemse bekannt ist. Wow. Bevor ich euch jetzt allerdings mit dem Clip des Monats zum Platzen bringe, wie Markus Söder im April diesen Jahres, als die letzten AKWs in Deutschland abgeschaltet wurden, möchte ich euch noch einen wichtigen Rat mit auf den Weg geben. Nicer Schwanz, Alter! Wow! Was ein Huge-Cock! Ich übrigens jeden Morgen, ne? Aber das sind private Einblicke. Sind wir heute wieder ein bisschen AG-ist? Denkt euch das Kappa, ich benutze das Scheiß-Emote nicht. Was? Rentner detected. Aber ein edgy Rentner, ne? Das ist so ein Potato Band Plug, ist wahrscheinlich so ein edgy Rentner, ne? So, ich mag zwar 58 ein, aber ich masturbiere immer noch, ne? Und zwar zu Hentai. Polizei installieren Flutlichtstrahler am Aachener Weiher. Ja, aber ganz ehrlich, warum wollen denn Jugendliche hier bei uns Menschen in der Innenstadt chillen? Wir haben denen doch extra draußen im Gewerbegebiet unter der Autobahnbrücke direkt neben der Moschee ihren eigenen Beton ausgekippt. In Coburg entsteht ein neues Skaterparadies. Deutschlands größter Skatepark in Düsseldorf eröffnet. Mit Flatrail Curb und Mini-Ramp. Ja, aber dieser Skaterpark ist nur für Kai Pflaume, ne? Also allem Jugendlichen, die auch tatsächlich da abhängen und skaten würden, die sollen da nicht sein, weil dann kommt Kai Pflaume nicht und macht keine Instagram-Stories über unsere tolle Halfpipe. Ne? Es sind doch die ganzen Innenstädte, die jetzt irgendwie so jugendliche Architektur darin bauen, so Basketballplätze oder Bolzplätze oder Skaterparadies sind doch nur für Kai Pflaumes Instagram-Story. Ne? Kai Pflaume ist auch der absolute Cringe-Boomer Nummer 1, ey. Was ein Boomer. Es gibt sehr viele Dinge, die sind erlaubt, die sind völlig legal, aber moralisch nicht richtig. Hm? Maser zum Beispiel. Wow, das ist... Das ist nicht nur amazing, sondern sogar utterly amazing. Rentner detected. Sind wir heute wieder ein bisschen AG-ist? Area of Ignorance. So. Mai 2023, mein lieber Herr Gesangsverein, wir alle können uns sicherlich noch daran erinnern. Ist unter den Top 3 meiner Lieblings-Gloopers. Das ist auch echt true, ey. Als wäre es gestern gewesen, denn da sind nun mal Sachen passiert, die vergisst man nicht so schnell. Rito und Leonidas haben wieder Scheiß auf dich. Ah, oh, keck weh, Alter. Oh, ich bin gar nicht so klein. Twitter geschrieben. Und weil die Hassmods von Dekadenz sind, musste sich natürlich Karl von denen distanzieren. Karl hat irgendwelche Scheiße im Stream gesagt und deswegen mussten sich da auch irgendwelche Mods von ihm distanzieren. Sehr fragwürdig, wurde auf meinem Kanal gebannt und wieder entbannt und wieder gebannt und wieder entbannt und wieder gebannt und wieder entbannt und wieder gebannt. Aber es gibt natürlich ein Ereignis in dem Monat Mai 2023, das alle anderen Ereignisse überschattet hat. Da geht's um Prestige, da geht's um den Titel, da geht's um große Emotionen. Das war das Ereignis, auf das die ganze Welt in Mai 2023 geblickt hat. Und wenn ich das Thema schon so ranleite, dann wisst ihr sicherlich, wovon ich rede. Ich hab keine Ahnung. Klar, die Rede ist von der Snooker-Weltmeisterschaft 2023. Gratulation an der Stelle an den Gewinner Luca Brissell aus Deutschland. Sehr gut. Was auch noch gewesen ist, das sind Clips auf diesem Kanal und das sind die Highlights aus Mai. Viel Spaß damit. Nichts zu tun hat. Meinecke ist doch selber mindestens stramm konservativ. Meinecke ist einfach nur dumm. Der sollte seine Fresse halten, wenn es um Gesellschaft geht. Der hat doch keine Ahnung, der ist doch unaufgeklärt, ungebildet, hoffnungslos verloren.
Er ist halt ein Trottel, der ganz gerne draußen in der Wildnis rumrennt und sich noch nie einen Gedanken um Politik gemacht hat. Daumen hoch. Oh Gott. Sind das die Frauen aus dem Video oder was? Habe ich noch geraucht, das hört man auch, ne? Da hört man in diesem. Da kam dann spätestens schon das Nikotin hoch, so nach einer Sekunde. Mittlerweile habe ich ja mir in den letzten 3 Wochen, glaube ich, sämtlichen Scheiß von der Lunge schon wieder freigehustet, ne? Ich höre normalerweise nicht auf Isa, ne? Also falls jetzt irgendeiner denkt, ey, der Rote Kaiser, der lässt sich von seiner Frau was sagen, normalerweise höre ich nicht auf Isa. Ne? Das ist nur für die Kamera, für gewöhnlich kriegt sie eine Schelle, ne? Isa hat da keinen Bock mehr drauf, aber ihr müsst euch keine Gedanken machen, ich hab's aufgenommen. FC Bayern ist ein verdammter Fickverein. Was ein Drecksverein. Der größte Scheißhaufen, den es gibt in Deutschland. Was ein blöder Dreckshaufen. Von allen beschissenen Vereinen ist FC Bayern nochmal der beschissenste von allen. Gut macht oder schlecht macht, sondern es geht schlicht und ergreifend darum. Wenn er jetzt sagt, um die wirtschaftliche Analyse, dann kriege ich ein zu viel und verbrenne meinen Master. Wieso Twitch diesen Weg geht, was da wirtschaftlich dahinter steckt, das ist wichtig. Isa! Mein Master verbrennen, bitte. Aber. Also eher über die. Brauchen wir eh nicht mehr. Mein lieber Herr Gesangsverein, da standen aber einige Diamanten zur Auswahl. Und gewonnen hat. Der Clip. Oh Gott, das sind die. Sind das die Frauen aus dem. Kontroverser Pick, muss ich sagen. Humoristisch hat mich das letzte mehr abgeholt. Ne? Ihr habt aber keinen Geschmack, das ist aber auch in Ordnung. Ne? Video oder was? Fußball ist wie Religion, beides sollte verboten werden. Warum sollte Fußball verboten werden? Das Volk braucht Opium. Fußball ist vernünftig. Solange man Fan von einem vernünftigen Verein ist, ne? Chemie zum Beispiel. Oder St. Pauli. Isa hat da keinen Bock mehr drauf, aber ihr müsst euch keine Gedanken machen, ich hab's aufgenommen. Okay, es war doch witzig. Kein Problem. Das war doch ganz witzig. Ne? Der TikTok-Star und Variety-Twitch-Streamer Dekadent hat auch im Juni wieder. Soll das Solmecke sein? Wenn das Solmecke sein soll, ist das verdammt gut. Ordentlich Furore gemacht und Staub aufgewirbelt. Wenn ihr euch für Dekadent interessiert, dann bleibt jetzt dran. Es ist Solmecke. Es soll fucking Solmecke sein. Das ist ja brillant. OMG, das ist ja brillant. Im nächsten Video. Ja, das ist ja großartig. Das ist ja großartig. Na, Sportsfreunde, mein Name ist Hans-Konrad Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienkanzlei WBS Legal in. Hat der jetzt gerade geleakt, für was Hakon steht? Das gibt's ja gar nicht. Ich dachte, das ist so ein Bleilo-Ding, dass das einfach niemand wusste. Ne? Oder so ein Kluper-Ding. Ne? Bleilo stand ja früher für bleibt logisch. Und Kluper steht, das wissen viele nicht, für Klaus und Paul. Oh? Köln. Nachträglich wünsche ich euch natürlich auch frohe Weihnachten. Solltet ihr es verpasst haben, ein Geschenk für euren Partner, eure Partnerin zu kaufen, da ist es kein Problem. Da empfehle ich euch den Taschenanwalt, das perfekte Geschenk für alle, die schon alles haben. Und wenn euch eure Partnerin zu Hause. Er macht die Sprechpausen, sind wirklich on fucking fleek, Alter. Die sind wirklich on fucking fleek. Ja.
vermöbelt hat, weil ihr wieder die Geschenke vergessen habt, dann könnt ihr ja drin gleich mal schauen, ob wir euch da nicht vielleicht den ein oder anderen rechtlichen Rat oder die ein oder andere Strafverteidigung, wenn ihr noch lebt, möglich machen können. Ich melde mich hier live aus meinem Sommerhaus in den Niederlanden, um euch den Juni im Dekadent-Jahresrückblick präsentieren zu können. Wenn ihr euch für Themen wie Dekadent interessiert, dann könnt ihr jetzt hier unten auf den Abonnieren-Button draufklicken. Ah, sonst muss der Dekadent vielleicht auch bald in den Insi-Modus wechseln, wenn das es mit dem ja Schockgesell, Alter, einen Namen nicht so klappen sollte. Dann lasst uns doch mal schauen, was im Juni so passiert ist und ob der Schlingel von Dekadent damit zu tun hat. Jetzt. Mal gucken. Okay, schade. Ich dachte, hier oben sind jetzt noch richtig wilde Pornoleisten, Alter. Ich hätte Geld drauf verwettet, dass hier oben richtig wilde Pornoleisten sind. So, hier steht's. De jure de facto. Am 2. Juni war der sogenannte Yelfatsch at the Cobras in North America Day. Ja, das kennt Dekadent natürlich. Der hat ja früher auch schon mal ganz viele Cobras aus seinem Twitch-Chat vertrieben. Ne? Vielleicht hat er auch die ein oder andere gebissen. Das weiß man natürlich nicht. Normalerweise beißen die Schlangen, aber bei Dekadent weiß man ja nie. Das ist ja auch ein freches Früchtchen. Aber wenn auch ihr eine Schlange seid, die von Dekadent gebissen wurde, dann könnt ihr mal hier den QR-Code einscannen. Ja, können wir euch vertreten. Wir vertreten zurzeit bis zu 10.000 Reptilien in verschiedenen Fällen. Und da können wir für euch bis zu 1.000 Euro wieder rausholen. Das ist ja unfassbar gut, ey. Das ist ja die beste Säumeke-Imitation, die ich bislang im Internet gesehen habe. Das ist ja fucking großartig. Weiter geht's am... Mach den Code weg, halt dein Maul, Junge. Was ist denn mit dir los? 26. Juni, da... Der QR-Code funktioniert, by the way. Was und auf was verlinkt der? Findet es selber raus. Fällen und da können wir für euch bis zu 1.000 Euro wieder rausholen. Weiter geht's am 26. Juni. Da ist der große Tag des Kanus und da erinnert man sich in der Community von Dekadent auch höchstwahrscheinlich sehr, sehr lebendig daran, denn an diesem Tag sind viele nach vorne gerudert, aber vor allem wurde da auch ganz stark zurückgerudert in manchen Situationen. Na, hau ruck. Und wenn auch ihr von einem Leck im Kanu betroffen seid, dann würde ich euch raten, hier mal ganz schnell diesen QR-Code einzuscannen. Ja, bevor das Ding untergegangen ist, dann können wir für euch bei mir, bei dem Kanuhersteller, auch bis zu 5.000 Euro wieder herausholen. Gleiches natürlich auch mit den Cobras. Wenn die euch gebissen haben, können wir für euch über den eingeblendeten Link sogar einen Arzt rufen und dann Sie können ja mal sehen, was wir da vor Gericht gegen die Cobra so erbeuten können. Am 19. Juni fand der sogenannte Is-einen-Oreo-Kekstag in den USA statt. Ja, Oreos, das kennt man. Also für Leute, die wie die Dekadent sich zum Beispiel veganisch ernähren, ist das so eine Art Einstiegsdroge. Ja, die ziehen, also die Veganer, die mögen das, die ziehen sich das rein, das schmeckt denen gut, ja. Dann war am 8. Juni der beste Freundetag, Best Friends Day. Und den hat natürlich Dekadent mit seinem Kumpel Hakon wie immer in Südtirol verbracht. Da können wir jetzt aber gar nicht viel mehr zu sagen, denn dort, wo die beiden sich aufgehalten haben, ja, da ist Filmen nicht so richtig erwünscht. Und man riskiert auch auf die, salopp gesagt, auf die Fresse zu kriegen, wenn man da doch mal was filmt. Von daher weiter im nächsten Datum. Dann haben wir am 4. Juni den sogenannten Tag des Einkaufswagens. Da haben wir tatsächlich auch schon mehrere Fälle vom Oberlandesgericht, wo angeblich Dekadent die Einkaufswagen von besonders reichen Leuten erst angespuckt und dann angezündet haben sollen. Ja, es sind laufende Verfahren, werde ich mich jetzt nicht zu äußern können. Aber, Junge, das gibt noch ein Nachspiel.
Ja, und für mich persönlich. Ey, ich schwöre, Hakon sollte einfach einen Kanal aufmachen, wo der einfach nur Säumicke-Videos imitiert, Alter. Der sollte einfach nur Säumicke imitieren mit irgendwelchen fucking YouTube-News, ey. Das ist ein absoluter Banger. Nicht dann ein echtes Highlight. Gute Moin, all gute wie. All gute wie. Der Apfelweintag im Juni, da wird der. Ich hatte Tränen in den Augen, ne? Wir haben gestern Abend haben wir uns schön einen reingescheppert, so einen kleinen. Und ich habe Apfelzieder aus Irland gekauft. Und dann habe ich so eine Dose Apfelzieder aufgemacht und es ist einfach Appleboy. Es ist einfach Appleboy. Das heißt hier nur anders. Ne? Ein oder andere, ja, sich mal ordentlich nach einem reingeschüttet haben. Da passieren ja auch immer ganz viele Verbrechen und manchmal wird Apfelwein auch gar nicht richtig ausgezeichnet, wird gestreckt oder ist einfach nicht so richtig viel Apfel drin. Wenn auch ihr vom Bembeleck getroffen seid. Dann können wir für euch in dem Fall bis zu 3 Freigetränke wieder rausholen, wenn ihr jetzt einfach hier auf diesem Bierdeckel unterschreibt. Ja, und dann sind da noch ein paar unbedeutende Dinge im Juni passiert. Gucken wir einfach mal hier de facto de jure. Zum Beispiel ist hier Folgendes passiert. Der Nowa-Kachowka-Staudamm in der Ukraine wurde am 6. Sie. Juni gesprengt. Ob jetzt da der Dekadent auch was damit zu tun hat, das wage ich jetzt hier zu bezweifeln. Aber wissen tun wir es genau nie. Wir werden euch da in dem Fall auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Dann gab es hier noch, man möchte fast sagen, kleinere Scharmützel. Am 8. Juni startet die ukrainische... Das ist ja auch der genaue Wortlaut, den der Solmücke immer bringt. Gegenoffensive gegen Russland. Ja, da hilft wahrscheinlich auch mittlerweile kein Anwalt mehr. Das sieht ziemlich verfahren aus. Und gucken wir mal, was es hier sonst noch so gibt. Dann war hier am 11. Juni irgendwas mit Le Mans und Autorennen. Aber das interessiert ja nun wirklich überhaupt keine Sau. Autorennen sind ja einfach wirklich, ja, Entschuldigung, dass ich das salopp sagen musste, saublöd. Na, ja. Am 23. Juni haben wir in Kassel ein Unwetter Tief Lambert. Das verursacht einen heftigen Hagelschaden. Da können wir euch natürlich auch zu jeder Zeit rechtlich beraten, wenn auch ihr vom Kasseler Hagelschaden betroffen seid. Tja, das war der Juni. Man muss sagen, schon eher ein, soll ich das so salopp sagen muss, so ein pisslangweiliger Monat. Aber jetzt kommen auch noch die Clips für den Juni, die jetzt sogar noch laut Dekladent demokratisch abgestimmt werden dürfen. Na, bin ich mal gespannt, ob die Demokratie im nächsten Jahr hier auch immer noch. Na, schauen wir uns doch mal die Nominierten an. Alter, der hatte, also das ist die beste Solmücke-Imitation, die ich gesehen habe. Ich habe wirklich 3 Sekunden gebraucht, bis ich gecheckt habe, wer das ist. Und es ist halt immer besser geworden, ey. Fucking Schockgesell, ey. Ah, okay. Die Champignons. Die Champignons werden dann erneuert. Das ist fucking widerlich. Wenn die Soße mal zu unansehnlich aussieht, ist das auch kein Problem. Die Kollegin kratzt einfach die alte Soße ab und schmiert neue drauf. Unverändert bleiben, das ist... Ey, du musst halt überlegen, dass Lezina nach diesen Aufnahmen zu Burger King gelaufen ist und gesagt hat, lecker. Ich gucke mir an, ob das wirklich so schlimm ist. Ich könnte das nicht mehr in Deutschland bei Burger King essen. Es ist nicht mehr möglich. Was passiert, wenn der die Macht übernimmt? Sehr gute Frage. Ich werde gleich mal in meine Kugel reingucken und dann werden wir unterschiedliche Szenarien durchgehen. Derzeit warten wir noch auf den Release vom Hearts of Iron PMC Wagner DLC. Und sobald wir den fertig runtergeladen haben, wird Mobs direkt gucken, was man denn da alles dann für Dinge im Forschungsbaum freischalten kann. Und anhand von den Freischaltungen können wir dann ganz gut eine Linie an, was dann so passieren wird. Lieber Chat, ich finde einfach keine Informationen diesbezüglich. Wie ist das denn bei Transgender mit den, den Chromosomensätzen? Haben die nur Haploide oder auch Diploide? Oder haben auch Polyploide Paare, Triplets oder... Bruder, du findest bei Google nichts und fragst den Twitch-Chat oder was? Das ist fucking mutig, Brudi. Was, die was sollen sie denn tun, Junge? Sollen die sich irgendwie mit 2 Leuten auf den Marktplatz stellen,
von fucking Alnatura-Laden und schreien Müsli, Müsli, Miam, 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 bitte schützt das Klima, Mann. Ja, und gewonnen hat, wer hätte es gedacht, die Pilze. Und wenn auch ihr mal vor Gericht gewinnen wollt, zum Beispiel gegen Burger King, da können wir für euch Schadensersatz holen oder euch einmal kostenlos den Magen auspumpen lassen. Ja, dann müsst ihr einfach nur den eingeblendeten QR-Code hier einscannen. Und dann gucken wir mal, was wir da gerichtlich für euch erstreiten können. Ah, okay. Die Champignons. Die Champignons werden erneuert. Wenn die Soße mal zu unansehnlich aussieht, ist das auch kein Problem. Die Kollegin kratzt einfach die alte Soße ab und schmiert neue drauf. Ja, vielen Dank für das Anschauen dieses Beitrags. Mein Name ist Hans-Konrad Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienkanzlei WBS Legal in Köln. Ich verbringe jetzt noch den Rest des Dezembers hier in meinem Sommerhaus in den Niederlanden und werde vielleicht noch die ein oder andere Mutter von euch ficken. Meine Sportsfreunde, also von daher sehen wir uns wahrscheinlich auch gleich nochmal live. Ja, auch ein Danke an Snatch, Paul und Hakon für ihre Beiträge. Auf uns warten natürlich weitere Preise, weitere Clips und weitere Gäste. Aber alles das erst nach der Werbepause. Kennt ihr das auch? Ihr habt richtig Bock auf einen veganen Proteinshake, aber kein Pulver mehr zu Hause? Oder wollt ihr euch gar nicht erst zwischen Shake-Mahlzeit und richtiger entscheiden müssen? Dann haben wir für euch jetzt die Green Force Bratensoße. Egal ob im Shaker, auf dem Brot oder zum Löffeln. Green Force. Essen für alle. Hallo, mein Name ist Jennifer und ich wohne mit einem Hund zusammen. Er ist mein bester Freund. Nein, wirklich. Er hat nur das Beste verdient. Ich liebe ihn über alles. Ihr auch? Warum ernährt ihr eure Hunde dann noch mit Fleisch, ihr? Ach Gott, das ist ja gut, ey. Das muss genau so ins TV, Alter. Das muss genau so ins TV. Tom Tom, ey. Jahresrückblick. Januar, Februar, März, April. Mai, Juni, Juli. Jahresrückblick. Ist doch langweilig. Hast du eigentlich nach der Hälfte des Jahres gar keine Lust mehr? Auf was blickt man da eigentlich genau genommen zurück? Jahresrückblick. Und das soll dann drüber hinwegtäuschen. Auf was man da wirklich zurückblickt. Soll uns das irgendwie dabei helfen, zeitlich uns orientieren zu können? Ein Jahr, Jahresrückblick. Was ist das denn für eine Zeitspanne? Die AfD-Umfragewerte steigen schneller als die globale Durchschnittstemperatur. Aber Klimawandel, Rechtsruck in Europa, macht alles nichts. Wir sitzen hier, lenken uns ab und gucken uns lustige Clips an. Ist Ihnen das richtig bekannt, dass Menschen, die mehr Geld haben, potenziell mehr verbrauchen als Leute, die weniger haben? Nee, glaube ich nicht. Glaube ich nicht, weil wenn wir uns mal die Chinesen angucken, ne? Der Herr.
Warum nicht? Ich glaub's einfach nicht. Ich glaub doch nicht dran. Wenn die kein Geld haben, können ja auch trotzdem fliegen. Ja, wenn du kein Geld hast, kannst du ja trotzdem schwarz zum Beispiel fliegen. Kannst dich ja auch an so ein Flugzeug dranhängen von draußen. Ja, über so einen Zaun ist man mal schnell geklettert. Ja, aber die Victoria, die weiß ganz genau Bescheid, wie das läuft. Doppelseitiges Klebeband kostet nicht so viel. Und dann machst du dir das einfach an die Handinnenflächen, dann kletterst du über den Zaun und dann zack, unter die Turbine. Ganz einfach eigentlich, wenn du so drüber nachdenkst. Jeder kann fliegen. Der will operiert werden und diese Penner... Kopfverletzungen kommen nur nachts vor. Möchtest du, dreister Dude, kurz ausmachen? Ja, ruhig, beruhig dich. Wir wollen hier nochmal. Wer hat das gesagt? Irgendein Kecko. Er soll sein Maul halten. Warum soll er sein Maul? Es gibt sowas wie Schichtarbeit. Das heißt, es gibt geplante Operationen. Da sind mehr Ärzte im Haus, weil es nicht nachts ist. Verstanden? Genau. Es ist doch nicht so, als ob du sagen würdest, naja, also das ist nicht vegan, deswegen schmeckt das sehr, sehr lecker. Und jetzt nehme ich mir meinen Schweinefuß und knaue rum. Geh doch mal hin und hol dir einen Schweinefuß, Junge, oder ein Kuhauge oder so, lutsch da mal drauf rum. Du Bastard. Das schmeckt auch nicht. Aber bei veganen Sachen, naja, dieses eine vegane Produkt schmeckt mir nicht und deswegen kann ich nicht vegan leben. Halt doch dein dummes Maul. Was ist denn los mit dir? Ach ja, und Rito, du hast das Beste verpasst. Als wir am Anfang noch nicht wussten, was wir machen, haben wir erstmal einen Brummi angezündet, der hier drauf gemalt wurde. Den können wir eigentlich nochmal anzünden, oder? Ja, bin ich auch dafür. Ja, lass den scheiß Brummi nochmal anzünden, müssen wir. Ja, wo war der? Unter Argentinien, unter der Marokko-Flagge. Ja, genau da. Unter Marokko. Hä? Argentinien? Über Portugal. Da, ja. Wo? Rechts, da, ah, hier. Hier ist der scheiß Brummi, lass den scheiß Brummi nochmal anzünden. Feuerfrei. Feuerfrei, Linke. Auf geht's. Werf den Molotow. Zündet den Wurmsohn an. Oh, Seven, wenn da kommen die Flammen, wurde. Da kommen die Flammen, die Flammen kommen, er brennt. Feuerfrei, der Molotow ist in der Luft. Er brennt. Das ist scheiß Brummi. Nee, wir haben nicht viel gemacht, aber ein bisschen. Jahresrückblick. Lustig. Gewonnen hat der Clip mit dem Titel Boah, halt dein Maul, ey. Der will operiert werden und diese Penner... Kopfverletzungen kommen nur nachts vor. Möchtest du, dreister Dude, kurz ausmachen? Ja, ruhig, beruhig dich. Wir wollen hier nochmal. Wer hat das gesagt? Irgendein Kecko. Er soll sein Maul halten. Warum soll er sein Maul? Es gibt sowas wie Schichtarbeit. Das heißt, es gibt geplante Operationen. Da sind mehr Ärzte im Haus, weil es nicht nachts ist. Verstanden? Genau. Oh, ihr könnt so glücklich sein, dass ich das hier übernehme, ne? Ihr könnt so fucking glücklich sein, wenn ihr denkt, dass ich euch gelegentlich mal beleidige. Der einzige Hurensohn mit LGB am Stuhl, ey. August. Obwohl der Monat scheiße langweilig war, habe ich mal so ein bisschen überlegt und es gab schon ein paar Ereignisse, die mir in den Sinn kommen, wenn ich an August zurückdenke. Unter anderem war die Gamescom. So ein GTA-RP-Streamer durfte nicht in die Red Bull Lounge. Einem anderen Influencer wurde in den Rucksack gepisst und das war's auch eigentlich schon zur Gamescom. Währenddessen in Kanada haben sich Knossi und Sascha die Schwänze gezeigt. Abbaubike wurde von Andreas Keeling angetanzt, weshalb er dann auch aus der Produktion von Seven vs. Wild geflogen ist. Und Martin hatte Rücken. In Augsburg wurde dann noch Andreas Jurka dümmer getrommelt, als er ohnehin schon war. Und das war's auch eigentlich schon. Also ich könnte jetzt noch erwähnen, dass die spanische Frauenfußballnationalmannschaft die WM gewonnen hat, aber sind wir mal ehrlich, juckt. Komm, wollen wir doch mal lieber schauen, was unsere Männer diesen Monat so gezaubert haben. Es sind noch 5 Spielminuten und der Sven hat den Ball. Michi unten an der Seitenlinie. Michi, und spielt ihn rein, er spielt ihn rein. Und Rudi Faller! Mit seiner verfickten Fresse schießt er den Ball in den Winkel, aber da kommt... Langsamer Spielaufbau, gerade wird nur gewartet, bis Fehler entstehen und da entsteht auch schon ein Fehler, an dem Stadthofen Platz gegangen bist du, Hurensohn, und jetzt Schieben zum Michi, los, komm!
Gott, ey, ist zu viel, ey, ist zu viel. Eine sehr heikle Situation hier auf der Kluft. Karl flasht über die Wand und kommt er ran. Nein, er kommt nicht ran. Komm, Junge, zieh! Du hast Blut geleckt, zieh, Junge, zieh! Das sind echte Originalaufnahmen übrigens von unserem absolut überwältigenden Diamond-Gameplay. Und I'm telling you, meine Samira ist nicht nur auf Diamond-Level. Das ist fucking Challenger. Und er kommt nochmal rein. Er ist drin. Oh mein Gott. Triple Kill. Triple Kill. Es wurden Mütter gepickt. Triple Kill für das unschlagbare Trio. Oh mein Gott. Und da. Das ist aber, wieso wurde nur ein Triple Kill genommen? Ich habe ungefähr 24 Pentakills gerissen. Das Tor des Monats August 2023 ist... Oh. Oh, scheiße. Das ist ja immer noch Karls Jahresrückblick. Ich dumm. Komm, Schwemmel, komm, zeig mal. Zeig mal deine Clips, komm. Feldsalat im Kühlschrank gefunden, Alter. Den interessiert halt wirklich kein Schwanz. Kein Schwanz interessiert sich für Feldsalat, Mann. Ja, da war ich ein bisschen böse auf Young Feldsalat, glaube ich. Da war ich böse auf Young Feldsalat, weil der im Stream scheiße mich gelabert hat. Und dann habe ich im Intro was dazu gesagt. Und plötzlich wird wieder 4 Wochen drüber gesprochen. Ich mag Young Feldsalat. Young Feldsalat ist ein lieber Mensch. Ich möchte mich da auch entschuldigen, wirklich. Ist albern gewesen. Ist Quatsch. Albern. Halt so ein richtig widerliches Stück Feldsalat, was da in meinem Kühlschrank stand. Und dann musste ich mich echt irgendwie dazu durchringen. Weil nichts anderes da gewesen ist, den zu essen. Aber ich konnte es einfach nicht. Ging einfach nicht. Glücklicherweise wird der morgen wieder in innere Wand in der Kühlschrankecke sitzen. Heute hat sich Papa mal ganz kurz drum gekümmert. Aber er musste das gar nicht. Feldsalat schmeckt nach Arsch. Ich kenne den gar nicht. Keine Ahnung, wer das ist. ...von Geschlechtern wirkt. Also es ist ganz klar Ist ein demokratisches Ziel die Gleichstellung von Geschlechtern? Ich bin raus. Keine Ahnung. Und dann haben wir das Thema Kontaktschuld. Hier wird jetzt gesagt, diese YouTuberin... Kontaktschuld, ganz kurz erklärt, Alicia, auch für dich. Kontaktschuld ist, wenn ein Typ mit einer Fotokamera auf Rock am Ring steht und ein Bild von dir macht. Und auf diesem Bild ist dann im Hintergrund Björn Höcke zu sehen, weil Björn Höcke auch bei Rock am Ring war. Und dann hattet ihr beiden, also Björn Höcke und du, an dem gleichen Tag die gleiche Veranstaltung, die ihr beide besucht habt und ihr hattet Kontakt. Und wenn dann gesagt wird, Alicia Joe war mit Björn Höcke bei Rock am Ring und ist deswegen ein Nazi, dann nennt sich das Kontaktschuld. Aufpasse. Kontaktschuld ist nicht, wenn du mit Nazis Videos über Nazi-Sachen machst. Dann bist du ein Nazi. Dann ist das auch keine Kontaktschuld, sondern Kontakt, sondern Schuld. Wieso sagt mir das keiner? Dass mein Pulli den Stuhl verdeckt hat. Der Pulli gehört auf den Stapel der noch tragbaren Wäsche. Es gibt zwei Wäschestapel, das raffen aber auch Frauen nicht. Ne? Frauen raffen einfach nicht das männliche Wäschestapelsystem. Es gibt drei Stapel. Ein Stapel unsicher, ein Stapel sauber, ein Stapel schmutzig. Das sind unterschiedliche Stapel. Der sauber Stapel ist meistens immer auf irgendwelchen Sitzgelegenheiten. Ne? Auf dem Stuhl, auf dem Bett, irgendwo am Schrank, irgendwo wieder in den Schrank geworfen. Das ist alles noch sauber und tragbar und muss nicht gewaschen werden. Fact. Und alles, was auf dem Boden ist, ist entweder, wo man nochmal dran riechen sollte, also wo man so einen Test macht. Ich ficke auch gerne. So einen Wäschetest. Und Clip des Monats August ist... Der Clip über Gleichstellung der Geschlechter, du dummer Hurensohn. Ich bin raus. Oh, das ist Mops. Mops, das Hühnchen. Ist der Gips ab? Der muss derzeit bei... Der chillt derzeit bei Minoj, weil er im Gips ist. Ne? Mausig, ja. Der hat Gips und der hat auch so einen Rollstuhl quasi. Also der hat so einen Hühnerrollstuhl gehabt. Ne? Mops, das Huhn. Ich bin raus.
von Geschlecht. Und Mobs bei dir in der Wohnung. Also, ihr wisst ja, dass wir das, was Minot schon seine Mutti hat, wir nennen das ja Lebenshof. Ne? Aber in Wirklichkeit ist das kein Lebenshof, sondern es ist quasi eine WG. Also die Tauben und die Hühner, die leben halt einfach mit Minot schon seiner Mutti. Ne? Die sind halt, ne? Also die gehen halt rein und dann, wenn die schlafen wollen, können die auch raus. Aber Mobs zum Beispiel hat auch drin geschlafen. Also, ne? Dann wirkt, also es ist ganz klar. Ist ein demokratisches Ziel die Gleichstellung von Geschlechtern? Ich bin raus. Hi, gute Wie, hier ist der Kuh. Hi, gute Wie. Ich darf für euch jetzt hier den September einläuten. September, das war ein harter Monat für uns alle. Nicht nur ist der Hansi Flick entlassen worden, ne, bei der deutschen Nationalmannschaft, sondern es kam auch klar, eindeutig, es kam FIFA raus. Und die Thematik vergessen wir ja auch alle nicht. Ne? Wie können die nur... Das sind, wenn FIFA rauskommt, das sind dann die Wochen, wo man Kufel überhaupt nicht mehr sieht. Es gibt zwei Phasen, wo man Kufel überhaupt nicht mehr im Discord sieht. Wenn FIFA rauskommt und wenn Tag of Wipe ist. EA Games. Die haben den Frauen bessere Werte als den Männern gegeben. Das ist ja auch eine Frechheit. Also, ja. Da bricht mein Herz. Nee. Ich kann nicht mehr, wirklich, das hat mich getroffen, das geht nicht. Ne, Monte fühle ich da komplett, sage ich, wie es ist, eindeutig. Aber es geht ja jetzt nicht hier um die Thematik speziell, sondern um September. Und ich stelle euch jetzt hier mal die Clips vor, die zum September zur Wahl stehen. Viel Spaß damit. Die Jungs und Mädels hier aus Bayern schämen sich auch dafür, wie es hier in Bayern aussieht. Das ist übrigens etwas, das ich von legit allen, die in Bayern höre, bislang so gehört habe, ne? Also, ihr kennt ja Loco Lea und die ist nach Ostdeutschland gezogen, aus Bayern. Und die sagt, da wo sie jetzt ist, ist angenehmer als Linke. Das zeigt eigentlich fucking alles. Das ist so, ja gut. Gut. Ne? Ja. Sure. Würdest du sagen, dass die Präzisionsfermentation geiler ist als Frank Roseng? Ja. Ja. Ich würde sagen, die Präzisionsfermentierung ist fast so geil wie Papa Platte, der sagt, die AfD ist eher nicht so cool. Eher nicht in meinen Top 3 Parteien in Deutschland. Also, ich muss sofort sagen, ich kenne die Frauen. Kenn ich also nicht. 90% kenne ich jetzt nicht. Kenne ich nicht. Will ich auch nicht kennen. Will ich nichts mit zu tun haben. Hegerberg gehört für mich in die Küche und nicht auf den Fußball. Mein lieber Scholli. Platz und erst recht nicht in FIFA Ultimate Team. Ja. Ich bin stinksauer gewesen, als ich gesehen habe, dass Hegerberg ein besseres Dribbling hat als Franck Ribéry. Ne? Franck Ribéry wäre zu Hegerberg gedribbelt, wenn die 14 Jahre alt wäre. Ach du Scheiße. Oh, so wäre es gewesen. Aber nicht, dass Hegerberg vor Ribéry ausdribbelt. Das darf nicht passieren. Guten Abend, in meiner Welt. Und das hat für mich auch nichts mit Frauenfeindlichkeit zu tun. Das ist für mich einfach nur Wertschätzung. Das ist Respekt. Warum? Das erkläre ich euch jetzt. Ah, prima. Ist mir rausgerutscht. Das waren die Clips. Was soll ich euch sagen? Also das, was ich immer sage, fick die Schufa. Und dann zeige ich euch jetzt hier den Gewinner. Viel Spaß. Habt einen schönen Abend. Warum? Das erkläre ich euch jetzt. Prima. Auch Entschuldigung. Kann ich nochmal gezeigt werden hier. Ah, prima. Auch Entschuldigung. Ist mir rausgerutscht. Auch bei Klaus, Minotsch und Kuf möchte ich mich natürlich für ihre Teilnahme bedanken. Apropos bedanken. Manchmal muss man auch einfach Danke sagen. Mir zum Beispiel. Und das möchten wir bei den folgenden Menschen für ihre größte bei Tat mir. Des Jahres. Bei mir. Thank you.
geboren sind. Ich darf mir die Scheiße jetzt wieder die nächsten 6 Monate anhören oder was? Also wie sie wieder die nächsten 6 Monate hier. Du darfst mir die Scheiße anhören. Die ganze Zeit nichts mehr zu tun, Mann. Die ganze Zeit nichts mehr zu tun. Hallo, ich bin der Robert. Ich werde euch die angeblich lustigsten Clips für den Monat Oktober präsentieren. Warum sage ich angeblich? Mir wurde gesagt, dass das eine repräsentative Umfrage gewesen ist zwischen hunderten Menschen, um die Lustigkeit der Clips quasi zu attestieren. Ich wusste gar nicht, dass der so ein gutes Kölsch hat. Ich wusste ja nicht, dass der so ein Judith Kölsch spricht. Ich bin da aber immer skeptisch, weil ich sage, traue keiner Umfrage, die du nicht selber gefälscht hast. Ne? Renate! Was willst du? Was sag ich immer? Was möchtest du von mir? Was ich immer sage! Ach so. Du siehst immer, dass man skeptisch sein soll. Kannst du jetzt aber aufhören, mir auf den Nerven zu gehen? Ich spiel mal jung. Ja, genau. Wenn ihr auch skeptisch seid, dann geht einfach... einfach in meine Telegram-Gruppe Stahladler 88. Da besprechen wir solche Dinge meinungsoffen. So. Ich bin ja der Meinung, ne? Und auch ein Rocket Beans TV-T-Shirt an. Oh Gott, ich hab Bauchschmerzen, ey. Das ist alles zu viel. Und das ist das, was wir da machen, dass man immer in die Rohdaten gehen sollte. Rohdaten bedeutet, dass man rausgeht und guckt. Einfach gucken. Ne? So, jetzt sehen wir die Clips durch. Der erste Clip, das ist Markus Söder, wie der eine Rede hält an die Nation. Der staatstragende Mann, muss ich sagen. Ne? Und da ist noch so eine Linksradikale, der sich über den lustig macht. Beschäftigen werden und die uns große Sorgen machen müssen um die Zukunft des Landes und der internationalen Sicherheit. Kann man eines sagen? Die Scheißgrünen schaffen es nicht in die Regierung, ansonsten hacke ich mir den Pimmel ab. Bayern hat gewählt. Ah gut, schade. Na gut, aber ungefähr inhaltlich das Gleiche wahrscheinlich. Zweiter Clip. Da ist eine aus der AfD, die Björn Höcke ganz nett findet. Und dieser Linksradikale, das ist eine Linksextremist. Seien wir mal ein bisschen realistisch hier an der Stelle. Ne? Ist eine Linksextremist. Und der kommt dann einfach wieder mit der Nazi-Keule. Ne? Also ist auch jetzt keine Clip, wo ich sagen würde, das sollte man wählen an der Stelle. So wie Frau Schmiedel, die mit Höcke sogar schon einen Lieblingsnazi in der Partei hat. Das ist mein Lieblingsnazi. Die haben ihm von Spiegel gerade gesagt, der einen Lieblingsnazi in der Partei hat? Haben die das wirklich gesagt? Höcke sogar schon einen Lieblingsnazi in der Partei. Ach du Scheiße. Ich meine, recht haben sie, ne? Aber das ist schon witzig. Dritter Clip. Er geht um Kohl. Um Kohlkönigin. Ne? Kohlkönigin. Eine gute rheinische Tradition. Und auch hier wieder hat der Woke aus Wokistan wieder nichts Besseres zu tun. Das ist ja brillant, ey. Ich wünschte, ich hätte so ein Judas Kölsch, Junge. Da müsste ich kein Ostdeutsch mehr sprechen, wenn ich irgendwelche Idioten imitieren möchte. Als sich über diese Tradition lustig zu machen und so schlecht zu reden. Hätte ich jetzt auch nicht für gestimmt, ne, an der Stelle. Man sollte eigentlich die Liebe zu der Region Dithmarschen haben, zum Kohl natürlich auch. Und auch die enge Verbundenheit zur Landwirtschaft.
ja, kann ich nur zustimmen. Genau, und so macht es dann Spaß, das zu repräsentieren. Bei dieser Veranstaltung sind ganz viele Leute, die, ja, die den Kohl feiern. Und das ist ja ein großes mediales Event. Wir sind ja jetzt auch hier. Wo sind denn die Leute, die den Kohl hier ernten? Direkt ins Schwarze getroffen. Direkt ins Schwarze. Die sind in der Scheune eingesperrt, solange das Fernsehen da ist. Die sind da hinten in den beiden Scheunen sind die eingesperrt. Sobald die Fernsehteams weg sind, werden die rausgelassen. Dann dürfen die ernten. Ja, auf so eine Frage hätte man sich vorbereiten müssen. Die sind wahrscheinlich noch in Rumänien, würde ich mal sagen. Oder schon auf dem Weg hierhin. Der vierte Clip. Da muss ich sagen, das wäre jetzt meiner gewesen. Für den hätte ich abgestimmt an der Stelle. Weil... Sind wir mal ganz ehrlich, ne? Ne Jedi-Ritter. Ne Jedi-Ritter, das ist ein Mann. Und das kann keine Frau sein. Ne? Das ist diese Disney-Wokeness, wo ich einfach auch nicht dahinter stehen kann. Geschrieben. Es gibt keinen Star-Wars-Fan, der sich Rey Skywalker anguckt. Also wirklich, der Moment, wo Star Wars endgültig für mich gestorben ist, ist der Moment, wo sie gesagt hat, My name's Rey Skywalker. Nein! Nein! Der fünfte Clip. Da tritt der bürgernahe Politiker Hubert Aiwanger öffentlich auf und spricht zum Volk, zu den normalen Leuten. Und die Leute freuen sich, weil der Mann einfach so redet, wie das Volk redet. Und auch hier wieder der Linksextremist macht sich nur wieder lustig, stellt die Demokratie in Frage. Tut so, als wären die alle blöd. Also ja, ist auch kein Clip, wo ich sagen würde, kann man wählen. Er spricht halt die Sachen an, die einfach jeden hier bewegen. Das ist Information drin, es ist Puls drin. Ich finde auch seinen Akzent einfach sehr erfrischend, wenn er spricht. Wir sind einfach verloren. Wir sollten bei Demokratie einfach sagen, okay, wir haben es echt lange versucht und ein Denkmal drauf machen, sage ich dir ganz ehrlich. Dann haben wir noch den sechste Clip. Da ist er nur noch am Ausrasten. Ich weiß auch nicht, was der da sagt, wohin der will, worüber der da redet, weil der ist so am Schreien, da kann ich ehrlich gesagt, ich kann da gar nicht mehr zuhören bei dem ganzen Geschrei. Da scheppert mir in die Ohren. Fucking scheißegal, ob du dem Islam angehörst, ob du Jude bist, ob du Christ bist oder sonst irgendwas. Es ist auch scheißegal, was dir passiert ist in deinem Leben. Und es ist scheißegal, wie unfair und ungerecht das gewesen ist. Aber du vergreifst dich nicht an Kinder, Frauen und Zivilen. Das machst du einfach nicht. Wenn du das machst, bist du ein Hurensohn. Ja. Und da gehört die Hamas dazu. Und trotzdem kann ich mich hier hinstellen und sagen, Palästina, was diese Menschen erleben mussten, die zivilen Leiden, die haben mussten, und wie es sein kann, dass man denen einfach Strom, Wasser und Nahrung wegnehmen kann, innerhalb von einer Sekunde. Und das auch ohne irgendwelche zivilen Opfer davor schon in der Vergangenheit gemacht hat. Und das einfach ignorieren, das ist das Allerletzte. Und ich will dir eins sagen, diese ganzen Wichser, die sich jetzt hinstellen und sich irgendwo positionieren, um zu sagen, such dir jetzt eine Seite aus, dass ich dich entweder islamfeindlich oder judenfeindlich nennen kann, das sind die größten Nutten hier auf diesem Planeten. Die sollen einfach die Fresse halten, weil die haben gar nichts verstanden. Und die wissen auch nicht, was Solidarität bedeutet. Die haben überhaupt keine Ahnung von irgendwas. Jetzt decken wir. Da hat er aber recht, ne? Also hat er aber recht mit. Das war am 7. Oktober übrigens, für alle, die sich gefragt haben, Karl, hast du eigentlich direkt am 7. Oktober schon was zu Israel gesagt? Ja, habe ich. Ich war auch relativ wütend. War auf, wer hier gewonnen hat am Ende des Tages. Ja. Der Gewinnerclip für den Monat Oktober ist. Darf ja wohl nicht wahr sein. Renate, mach die Musik aus! Oh. Ey, ich wusste wirklich, ey, wisst ihr, was ich so unfassbar schade finde? Wir haben so ein humoristisches Potenzial in unseren Reihen und wir sitzen den ganzen Tag da und regen uns über Scheiße auf, ey. Wir sollten viel mehr Witz machen, ey. Wir sollten viel mehr
uns über Sachen lustig machen, ey. Das ist ja so ein humoristisches Potenzial. Heilige Pisse, ich habe selten so viel gelacht wie heute, ey. Der Gewinnerclip für den Monat Oktober ist... Ja, hallo, hier ist Neitan. Ganz bestimmt nicht Lefted aus dem Off, weil wir Neitan versehentlich den falschen Gewinnerclip geschrieben haben. Gewonnen hat natürlich Weltschmerz. Das ist das, was Neitan auch, also ich auch sage. Fucking scheißegal, ob du, ob du dem Islam angehörst im Leben, Kinder Fatih haben mussten, die den kann in der Nacht hat, die sich jetzt nicht entweder. Gott, ist der wütend. Leute, er ist so wütend. Sehr geehrte Zuschauer. Oh Gott. Der Arthur liegt. Habt ihr, ey, ich muss... Grüße habt an die Watchparty im Müll. Habt ihr das mehrfach durchlaufen lassen, dass da auch nichts gezeigt wird, ja? Mein Name ist Daimler-Benz-Konnoisseur 187, aka Arthur, aka echter 187er. Und mir wurde die glorreiche Aufgabe übertragen, euch durch den November zu führen. Ich habe mich dazu entschlossen, das so ein bisschen wie so ein kleiner Newsflash zu machen. Und ich würde sagen, beginnen wir einmal mit dem Thema, was den geneigten deutschen Mittelständler am Abend eigentlich am meisten beschäftigt. Dem Wetter. Und nun die Wettervorhersage von morgen. Wir blicken auf einen milden und trüben November zurück mit sehr ergiebigen Niederschlägen in der Tat. Ja? Noch dazu lagen die Temperaturen unter dem Vorjahresdurchschnitt. Für den geneigten Ostdeutschen wie mich bedeutet das, alles super, Klimawandel scheint es ja offensichtlicherweise nicht zu geben. Ja, meine Freude bezüglich dieses Themas war von sehr kurzer Dauer, denn als ich eine Internetseite mit den 200 heißesten News-Headlines im Monat November aufrief, blickten mich drei grundsätzliche Problemthemen an. Denn die Folgen des voranschreitenden Klimawandels zeigten sich auch im November in Hülle und Fülle. Seien es schwere Überschwemmungen in Somalia Ende November oder Extremwetter und Hitzewellen. Welche? Ey, ihr verpasst halt alle was dadurch, dass der sich nicht zeigt, ne? Der macht halt so Dinge wie, der geht zu öffentlichen Veranstaltungen mit Markus Söder und lässt sich mit dem fotografieren und macht dann so lustige Anzeichen. Und das ist jetzt kein Scheiß, ein erhebliches Risiko für Fortschritte in der Malaria-Bekämpfung sind. Ja, blöd, würde ich mal sagen. Glücklicherweise gibt es ja auch noch schönere Themen, wie zum Beispiel Politik. Ja, schön ist an der Stelle auch eher relativ. Die UN stellte nämlich beispielsweise im November fest, dass autokratische Systeme und Rechtspopulismus auf einem sehr intensiven Vormarsch sind aktuell. Nicht unerheblich viele Menschen in der Altersgruppe 18 bis 35 finden die Idee eines starken Führers, welcher Wahlen und das Parlament abschaffen möchte, ganz schön geil. Gut, für mich wiederum als Ostdeutschen war das eine sehr erfreuliche Nachricht. Ich entnehme dieser Information, dass der durchschnittliche Sachse in der Tat eine sehr international vertretbare Meinung innehat, offensichtlich. Also, vollkommen klar. Ja, jetzt fragt ihr euch, was ist das dritte große News-Thema, was einfach für Begeisterung sorgt, was das Herz erfreut, was einfach wholesome ist. Naja, so wholesome war es nicht. Denn in der Tat kommt es auch im November global aktuell zu zahlreichen bewaffneten Auseinandersetzungen. Ukraine, Gaza, Israel, Myanmar, Sudan, you name it. Kurz gesagt, international wird aktuell mehr geballert als an einem Freitagnachmittag in der Southside von Los Santos. Ich spucke übrigens wie eine Drecksau, aber damit müsst ihr leider leben. Und es ist Hammer, alles schön in 4K. Krank. Auch sehr unschön, wie ich finde, aber kommen wir mal zu der einzigen wirklich, ich würde sagen, relevanten News im November. Am 8. November kündigte Rockstar Games offiziell den ersten Trailer für GTA 6 an. Ein großartiger Moment, denn das bedeutet, wenn wir in wenigen Jahren wegen Hitze oder aktiven Feuergefechten oder auch einfach wegen Nazis
in unserem... Adlersson für Sozialisten. Er ist wirklich Adlersson für Sozialisten. Das ist fucking wirklich so, ey. Das ist fucking wirklich Adlersson für Sozialisten, ey. ...der im Bunker sitzen und nicht mehr nach draußen können, dann sorgt Rockstar Games wenigstens für absolut erstklassige Unterhaltung. Wenn das mal nichts ist, nicht wahr? Kommen wir nun zu einer beliebten Bonus-News-Kategorie für November, namentlich Der hat's verdient. Wer hat's denn nun eigentlich verdient? Ja, diesmal war es Philanthrop und Friedensnobelpreisträger Henry Kissinger, der nämlich am 29. November nach langjährigem Hurensohnverhalten endlich verstorben ist. Er stirbt damit 6 Tage vor dem ersten GTA 6 Reveal-Trailer und wird niemals die Chance haben, mit Lucia durch Vice City zu fahren. Tja. Lieber Henry, Instant Karma, du Knecht. Bei all diesen eher mittelprächtigen News hat doch eine aktivistische Content-Maschine mit vielen Inhalten geglänzt, die einen schmunzeln lassen und doch zum Nachdenken anregen. Die Rede ist hier von Dekadent und damit möchte ich euch seine 5 besten hier nominierten Twitch-Clips für den Monat November vorstellen. Beginnen wir mit Clip Nummer 1. Choc Güzel, schlag zu. Space Frogs, apropos zuschlagen. Du musst wirklich aufpassen mit deinen Überleitungen. Das war unbewusst. Das war nicht gewollt. Stopp, halt. Das war nicht gewollt. Ebenfalls ein Banger im November war Twitch-Clip Nummer 2. Ich finde es zum Beispiel in Ordnung, wenn Frauen in Filmen ein eigenes Bankkonto haben. Das finde ich in Ordnung. Ich finde es auch in Ordnung, wenn Frauen in Filmen wählen dürfen. Aber wenn Single-Frauen alleine klarkommen, da hört es bei mir auf. Da sage ich dann unrealistisch. Ne? Ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn eine Frau in einem Film oder in einer Serie, auch meinetwegen eine Transfrau, alleine lebt. Aber dann soll die zumindest verhungern. Solange es eh. Mein lieber Scholli. Mein lieber Scholli, was ist denn da rausgekommen? Eben nur im Film. Okay, das ist auch gut. Solange man vorher ganz klar sagt, es handelt sich hierbei um einen Film, der mit der Realität nichts zu tun hat. Die tosende Masse begeistern konnte im November auch Twitch-Clip Nummer 3. Ich bin immer sehr dankbar, wenn ich mir keine eigene Meinung bilden muss. Werd vegan. Werd vegan. Vegan. Für erstaunlich gute Unterhaltung sorgte im November auch Twitch-Clip Nummer 4. Wir haben über Jahrtausende Frauen beigebracht, dass sie sterben, wenn sie keinen Mann finden. Okay? Und deswegen ist eine ihr braucht keine Männer Gegensprechbewegung Empowerment. Okay? Und es ist auch kein Gegenargument, wenn du sagst, aber Männer haben Samen in Hodensack und wenn Frau haben möchte Kind, dann muss Mann machen Uga Uga. Und mein Penis mach dann Joghurt, mit dem dann anderes Mann entsteht. Oder auch anderes Mann, Mensch. Das ist kein Gegenargument. Das hat damit nichts zu tun. Du bist dumm, wenn du sowas machst. Mach das nicht. Und last but not least, auch wieder eine absolute Qualitätsproduktion. Man merkt, dass es so ab November wird es wirklich unhinged hier, ne? So ab November habe ich mich wieder gut gefangen und dann wird es ja unhinged. Das muss man, aber es wird 2024, wird's, kann ich euch schon mal sagen, für die Leute, die sich in den letzten beiden Monaten gedacht haben, Karl ist auch ein bisschen an Stellen ein bisschen zu hart gewesen, macht euch keine Sorgen, 2024 wird ehrenlos. Also ihr seid auf 2024 noch nicht vorbereitet. Das wird komplett ehrenlos. Ist natürlich Twitch-Clip Nummer 5. Wen von den 5 Menschen auf dem Bildschirm mobben wir? Den fetten unten rechts.
Und der Gewinnerclip im November ist Clip Nummer 2. Ein inhaltliches gut, Meisterwerk, ja. In dem der Vergangenheitskarl mit einer derartigen Ladung an boshafter Ironie um sich wirft, dass der Gegenwartskarl doch schon etwas schockiert ist, was wiederum uns und den Zuschauer sehr belustigt hat. Vielen Dank. Ich finde es zum Beispiel in Ordnung, wenn Frauen in Filmen ein eigenes Bankkonto haben. Das finde ich in Ordnung. Ich finde es auch in Ordnung, wenn Frauen in Filmen wählen dürfen. Aber wenn Single-Frauen alleine klarkommen, da hört es bei mir auf. Da sage ich dann unrealistisch. Ne? Ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn eine Frau in einem Film oder in einer Serie, auch meinetwegen eine Transfrau, alleine lebt. Aber dann soll die zumindest verhungern. Finde ich auch okay, solange es Mein lieber Scholli. Mein lieber Scholli, was ist denn da rausgekommen? Eben nur im Film. Okay, das ist auch gut. Solange man vorher ganz klar sagt, es handelt sich hierbei um einen Film, der mit der Realität nichts zu tun hat. Werte Zuschauende, ich danke Ihnen fürs zahlreiche Einschalten. Achso, an der Stelle übrigens, ne? Wir werden nächstes Jahr, Sektor ist ja leider für die nächsten 6-7 Monate zu und da gibt es leider keinen RP von uns, aber gute Nachrichten, es gibt RP, wir werden Server jumpen, wir werden die nächsten Wochen brainstormen auf einem anders Chocuzel Level und dann werden wir reinknattern, ne? Und wenn ich das jetzt richtig sehe, müssen wir auch Hakon mitnehmen und Neitan und so, die haben ja auch wirklich alle kickhafte Rollen, die sie im Impro-Theater darstellen können. Und Minotsch muss ja auch zwingen zum GTA-RP, ne? Ist ja auch klar. Und wünsche noch einen angenehmen Abend. Oh, das ist Schwemmel, oder? Oh, bitte lass das Schwemmel sein. Lanz und Precht. Ja! Absolut, Richard, aber auch für Reiche. Du, Richard, das ist hier jetzt der letzte Podcast für uns zusammen in diesem Jahr. Ja, Weihnachten ist gerade erst vorbei und ich finde, wir müssen mal über etwas reden. Ja, gerne. Ich finde, dieses Jahr war auch für uns beide ein doch besonderes Jahr und ich finde, wir sollten dann nochmal genauer drauf eingehen. Wie fühlst du dich denn gerade? Ich muss sagen, das sind alles Bangers, aber jetzt weiß ich auch, wer der deutlich beliebtere ist, der abgesagt hat und wegen dem Snatch übernehmen musste. Und das macht mich ein bisschen traurig, weil ein Jahresrückblick von Dekadent ohne Tama ist kein Jahresrückblick. Das ist aber dieser kleine Tropfen Wermut am Ende, der übrig bleibt und der mich darüber hinwegkommen lässt, mich auf jeden Fall schwemmeln. Fühlen ist da vielleicht nicht das richtige Wort. Vielleicht ist da gefühlt eher das Richtige. Ich denke was du meinst, Markus. Und denke, wir sollten uns über unsere Fehler nochmal reflektiert zurückbetrachten. Ja, ganz, ganz, ganz deiner Meinung. Ich frage nur, wo fängt man da genau an? Nun, wir können ja mit dir anfangen, Markus. Ich habe gehört, du hast dieses Jahr wieder AfD-Politiker eingeladen. Ja, die haben wir zu uns eingeladen. Damit die Zuschauer eben auch wissen, was sie da wählen. Ja, also es ist, finde ich, etwas anderes, wenn man so hört, wenn da einer spricht und sagt, den Klimawandel gibt's nicht. Ja? Herr Cottret? Ja. Ganz ruhig, aber Schwemmel wird normalerweise nur mit mindestens 200 Subgifts unterbrochen, ne? An der Stelle. Danke, Cheesy. Eben. Oder auch, wir brauchen Pushbacks vom Mittelmeer auf eine einsame Insel, wie die Australier das gemacht haben, ja. Und das muss man schon mal so senden, damit es beim Empfänger dann auch ankommt.
Ja, und ich glaube, genau da liegt der Hase im Pfeffer, mein gutes Dorf. Braucht es das wirklich? Ja, also, um mal Piaget zu zitieren, der sagte mal, der Mantel des Schweigens ist des Königs Gewand. Ja, oder anders auch, legitimiert man nicht vielleicht auch dadurch dann die Meinung derer, die du einlädst, weil du sie einlädst? Nun, darüber habe ich auch öfter nachgedacht und bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich mich gefragt habe, wen soll ich denn sonst einladen, ja? Ich meine, nur wenn ich Friedrich Merz die ganze Zeit einlade, dann erzählt er mir noch genau das Gleiche wie die Politiker der AfD. Verständlich, aber Friedrich Merz riecht wahrscheinlich trotzdem besser. Ja, ja, vollkommen richtig. Das ist halt nicht mal gespielt. Das ist halt original, könnte das einfach ein Podcast von denen sein. Die reden halt wirklich so einen Stuss, ey. Es ist halt einfach original das. Also nehme ich mir jetzt zum Vorsatz für das nächste Jahr, öfter mit Friedrich Merz einzuladen oder dass ich die Gäste der AfD mit Parfum einsprühe, bevor sie Platz nehmen? Also ich plädiere ja dafür, mehr Politiker der FDP einzuladen, aber am Ende ist es ja immer noch deine Sendung. Danke, Friedrich. Ich würde jedoch vielleicht abraten, wirkliche Antisemiten in deine Sendung einzubinden. Das würde vielleicht gerade jetzt etwas komisch aufgefasst werden. So, Richard, nun zu dir. Wie war denn dein Jahr? Du, Markus, ich wurde, wie man jetzt sagt, dieses Jahr gecancelt. Ach, Schreck. Ja, doch, tatsächlich. Wieso, wenn ich fragen darf? Eigentlich habe ich nur meine Interpretation der Tora öffentlich vorgetragen und nach zwei Wochen meine Professur verloren. Bei uns im Podcast, richtig? Ja, genau. Aber meine Bücher verkaufen sich so gut, dass mir das gar nicht auffällt, ja. Apropos Bücher. Ich habe zu Weihnachten etwas für dich. Und zwar hier. Maubibel, ja! Das ist das Wahlprogramm der FDP zur Europawahl 2024. Es sind sogar einige Bilder drin und es ist auch in großer Schrift geschrieben. Danke dir, Richard. Das weiß ich sehr zu schätzen. Ich dachte, wir schenken uns nichts, aber ich habe da tatsächlich auch eine Kleinigkeit für dich vorbereitet. Das hier ist eine Mio Mate, ja. Es ist so etwas wie Kaffee, nur mit Abitur, ja, weil ich dachte, dass du so ein schlauer Mensch bist und dass das dann auch passen würde. Danke dir, Markus. Ich meine aber zu wissen, dass da Koffein drin ist. Und da hätte ich vielleicht auch schon eine Idee für unser nächstes Thema im Podcast. Ja, Richard, sehr gerne, aber das müssen wir jetzt leider verschieben, denn unsere Sendezeit ist auch schon wieder vorbei. Möchtest du vielleicht unseren Zuschauern noch etwas sagen? Soweit wünsche ich ihnen ein frohes neues Jahr und möchte anmerken, dass meine Bücher jetzt um 20% reduziert sind. Ja, und ich wünsche Ihnen ebenso ein frohes Fest. Ich möchte nur kurz erwähnen, dass meine Sendung dann auch in Bälde wieder im ZDF gesendet wird. Und tschüss. Bis dahin, machen Sie es gut. Maus, Maus, Mann. Vielen Dank. Vielen Dank für 10. Ey, das war zu nah an der Wahrheit. Das war zu nah an der Wahrheit. Du, Markus, wusstest du eigentlich, dass mein Brunnen vergiftet worden ist? Lanz. Doch, doch, wirklich. Jo, grüße, ich wurde gerade darauf hingewiesen, dass ich die Abstimmung vergessen habe. Ne? Also jetzt kommen noch ein paar Clips und danach kommt der Gewinner. Alter,
Das ist so schlimm. Der kriegt gesagt, mach mal hier eine Anmoderation und dann macht er einfach eine Performance und sagt am Ende, ja, das war auch geil. Ja. Von dem Monat, ne? Ich hoffe, man hört das Gelächter, ansonsten wäre ich jetzt ziemlich peinlich. Ah jo, ne? Grüße. Danke für euren Dienst. Vielen Dank, deutsche Polizei. Vielen Dank auch dir im Speziellen. Vielen Dank. Vielen Dank an meine Helden. Eine Helden in Uniform. Vollautomatisch auf den Syrer. Ich zünd Schwarze gerne in Zellen an. Also erstmal hebe ich da die Schere. Das bedeutet, Leroy, ich entschuldige mich da bei dir. Ey, ihr wisst alle, ich bin nicht der Beste, wenn es um Sprichwörter geht. Aber ich hebe die Schere. Ist das echt ein Ding? Noch nie gehört. Ja, ja, ja. Ich hebe die Schere. Der Mann ist legit 100 Jahre alt. Und ihr da draußen, jeder von euch kann ebenso in seinem eigenen Umfeld so eine Wirkung haben. Zeigt den Leuten da draußen einfach, dass ihr die schlaue Blondine seid oder der freundliche Tätowierte oder vielleicht der coole Polizist. Das wird das Bild von so vielen... Halt, Moment. Stopp, es gibt Grenzen, Leroy. Glück ist das Online-Casino-Zocken für Streamer in Deutschland heute verboten. Guck mal, was ist das für ein Schatzsinn? Vom Blitz getroffen trifft Bimbo-Girl. Hä? Wo ist denn da der Kontext? Was ist denn das für eine Scheiße, Digga? Was hat denn die Frau, die vom Blitz getroffen worden ist, der Person zu sagen, die ein Bimbo-Doll ist und die Scheiße wird 1,5 Millionen Mal geklickt? Da seht ihr einfach, wie verblödet unser Deutschland ist. Alter, der Einzige, der verblödet ist, das bist du. Mein lieber Scholli. Der geht ja komplett rein, ey. Der ist ja komplett befreit, ey. Wir sind jetzt alle Monte-Fans. Ich werde nie wieder ein negatives Wort über Monte verlieren, wenn der vegan lebt. Das ist... Wenn der anfängt, im Stream ein fucking Vegan-Pullover zu tragen und... Gönne G auf die Eins. Und Veganismus rausträgt, ist er freigesprochen von allen Sünden. Gönne G auf die Eins. Danke für euren Dienst. Vielen Dank, deutsche Polizei. Vielen Dank auch dir im Speziellen. Vielen Dank, der Track auch. Vielen Dank an meine Helden. Meine Helden in Uniform. Vollautomatisch auf den Syrer. Ich zünd Schwarze gerne in Zellen an. Lieber Karl. Was für ein aufregender Jahresrückblick. Okay, nevermind, das Video ist gerettet. Nevermind, das Video ist gerettet. Es ist doch ein dekadent Jahresrückblick. Es ist alles in bester Ordnung. Es ist alles gut. Alter, es ist saved. Es ist saved. Lieber Karl, was für ein aufregender Jahresrückblick. Eine ganz besondere Art, 2023 gemeinsam Revue passieren zu lassen. Ein Jahr, das für einen außergewöhnlichen Menschen wie dich eine Reise voller Intensität und Transformation war. 2023 begann stürmisch, voller Energie und Aufregung. Es war ein Aufbruch zu neuen Ufern, der uns alle mitriss. Wie naiv und... Und dann hat das zerstört, ne? Das muss man auch dazu sagen. Unschuldig, wie wir noch ins Jahr gestartet sind. Viele Ideen, Träume und Ansätze. Ich selbst beispielsweise durfte mir die Freiheit rausnehmen, einen ganzen Monat regelmäßig deine Zuschauenden zu begeistern. Wir führten intensive Diskussionen, die nicht nur den Geist, sondern auch die Seele berührten. Diese Gespräche waren lebhaft, tief und manchmal auch herausfordernd. Doch sie dienten als Katalysator für Wachstum und Selbstverständnis. Früh im Jahr, am Ende des Monats März, erlebten wir jedoch schon einen Wendepunkt. Ein Ereignis, das anfangs wie ein Aufreger wirkte und auch... Ich liebe diesen Mann einfach, es ist einfach unfassbar. ...Spuren der Enttäuschung hinterlassen hat, entpuppte sich am Ende wohl als Segen, der eine Welle der Veränderungen in Gang setzte.
Es war ein Moment, der die Tür zu einer neuen Wahrnehmung des eigenen Seins öffnete, die uns alle inspirierte. Du Hurensohn. Im Sommer. Mit der Wärme und dem Licht, das Veränderung begünstigt, schlugst du, mein Freund, eine neue Richtung ein. Mit neuem Ehrgeiz und einer unerschütterlichen Entschlossenheit begannst du, einen Pfad des geistigen Wachstums zu beschreiten. Deine Sprache wurde zwar rauer, direkter, doch war sie auch ein Zeichen deiner ganzen Erfahrung und Reflexion. Die ungeschminkte Wahrheit und tiefe Leidenschaft war rauszuhören. Karl, du Oh Gott, ey, der Mann kann mir einfach, ohne dass es einer mitbekommt, voll in die Eier treten, ne? Und niemand merkt es. Du bist nicht nur ein wundervoller Mensch, sondern auch ein Geschenk an uns alle. Deine Großzügigkeit und dein Geist der Freiheit haben vielen von uns Türen geöffnet. Dein Auftreten, mal inspirierend, mal herausfordernd, aber immer blendend, ist stets ein Spiegel, der uns zeigt, was wir nicht sind. Aber anregt, über uns hinauszuwachsen. Lassen wir das Jahr mit Dankbarkeit in unseren Herzen ausklingen und uns gemeinsam freuen auf die Wege, die wir 2024 beschreiten werden. Danke, Karl. Wacht auf, Verdammte dieser Erde, die stets mal noch zum Hungern singt. Das Recht wie Glut im Kraterherde nur mit Macht zum Durchbruch dringt. Reinen Tisch macht mit den Bedrängern, Herr der Sklaven, wachet auf. Ein Nicht zu sein, tragt es nicht länger, denn alles zu werden strömt zuhauf. Völker, hört die Signale auf zum letzten Gefecht. Das war gut. Das war gut. Das war strong. Das war ganz, ganz strong. Das war ganz, ganz strong. Und nur anderthalb Stunden lang. Und nur anderthalb Stunden lang. Das war fucking, fucking strong. Tama und Swamson Carey, not gonna lie. Ey, ich kann's gar nicht. Ich glaube, da ein Carey am Ende... Da am Ende einen Carry auszumachen, ist fast unmöglich. Ich glaube, Tama hat mir am Ende nochmal so richtig den Rest gegeben, weil ich mich auch gefreut habe, dass er noch dabei ist. Aber die waren alle gut. Nadine war strong. Fucking alle waren strong. Von Januar bis Dezember. Naitan hat eine mega stronge Performance gebracht. Harkon war mega strong. Was gucken wir jetzt? Ein Nichts zu sein, tragt es nicht länger. Alles zu werden, strömt zuhauf. Völker, hört die Signale auf zum Letzten.